Hallo und herzlich willkommen. Es ist schon kurz nach 13 Uhr. Ich würde sagen, wir legen los. Gerne einfach jetzt auf den Platz gehen und dann können wir loslegen. Genau, wenn Sie am Platz sitzen und links von Ihnen und rechts von Ihnen zwei Plätze frei sind, dürfen Sie auch gerne die Maske abnehmen. Herzlich willkommen heute und hier im Paul-Löbe-Haus. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich bin Andrea Lindner und ich darf heute diese Veranstaltung moderieren. Wir sind heute gemeinsam hier, um über die Ergebnisse der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt zu sprechen. Und wir wollen darüber diskutieren auch, wie es denn weitergehen kann mit der beruflichen Ausbildung, dass sie auch zukunftssicher ist. Ich darf Sie ganz herzlich alle hier heute im Saal begrüßen. Zum einen alle Gästinnen, alle geladenen Gästinnen und auch alle PressevertreterInnen und auch ganz besonders natürlich herzlich willkommen an alle Mitglieder der Enquete-Kommission. Da sind Sie ja heute fast alle vollzählig versammelt. Ein herzliches Willkommen natürlich auch an alle virtuell Zugeschalteten. Natürlich auch an alle, die den Livestream verfolgen im Parlamentsfernsehen beziehungsweise auch auf bundestag.de. Und ein herzliches Willkommen auch an alle, die per WebEx zugeschaltet sind. Da winke ich mal nach hinten in die Kamera. Und die sehen Sie auch immer wieder hier auf den Bildschirmen. Schön, dass auch Sie alle virtuell mit dabei sind. Da haben wir nicht nur einige VertreterInnen aus den Bundesministerien, sondern auch Anhörgäste der Kommission und Mitarbeitende und auch noch mal einige Mitarbeitende der Kommission. Herzliches Willkommen also an dieser Stelle an Carlo Dierschädel, Francesco Crioli und Thomas Sattelberger und Manfred Totenhauser. Hallo auch an Sie, schön, dass Sie per WebEx mit dabei sind heute. Ja, fast 3 Jahre lang hat die Enquete-Kommission zu diesem Thema gearbeitet, an diesem Thema gearbeitet. Zum einen in ganz vielen gemeinsamen Sitzungen, aber auch in ganz vielen Sitzungen der einzelnen Projektgruppen. Und diese 7 Projektgruppen möchte ich Ihnen auch ganz kurz einmal vorstellen. Das ist zum einen die erste Projektgruppe Herausforderungen der Digitalisierung für die berufliche Bildung. Die zweite Gruppe Anforderungen an die Ausbildung im Betrieb und die dritte Gruppe Anforderungen an die berufsbildenden Schulen. Die vierte Gruppe Weiterbildung, duales Studium und lebensbegleitendes Lernen. Die Gruppe 5 Attraktivitätssteigerung der beruflichen Bildung, Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit. Zu- und Übergänge, Passung, Berufsorientierung, Fachkräfte und Integration besonderer Gruppen. Und die 7. Gruppe Aus- und Weiterbildungsfinanzierung. Also Sie hören es schon an den Titeln der einzelnen Projektgruppen. Da wurde wirklich sehr, sehr breit gefächert, sehr, sehr tief sozusagen dieses ganze Thema abgedeckt. Ziel war es ja auch unter anderem wirklich die zukünftige Entwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu analysieren und das natürlich auch immer unter Berücksichtigung des Themas Digitalisierung. Aber die Enquete-Kommission hat es nicht nur geschafft, dieses Thema wirklich tiefgreifend zu analysieren, sondern sie haben auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen an die Politik formuliert. Und einige oder viele dieser Forderungen werden wir heute ja auch kennenlernen. All das, all diese Ergebnisse finden Sie nun in dem mehr als 500 Seiten langen Bericht, den wir Ihnen ja heute vorstellen möchten und der heute auch schon, wir haben es vorher schon gehört, der schon an den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble auch übergeben wurde. Alle Themen können wir leider jetzt in den nächsten 2,5 Stunden nicht besprechen, aber ich hoffe, dass wir Ihnen ganz viel Lust und Freude machen, quasi auf den Bericht da mal reinzugucken. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich habe es gemacht. Ich finde, der Bericht ist wirklich sehr, sehr übersichtlich gegliedert und auch sehr lesenswert geschrieben. Sie finden den Bericht digital zum Runterladen auf der Webseite der Enquete-Kommission und für alle, die heute hier im Saal sind, ein paar Exemplare sind ja auch ausgedruckt, da können Sie gerne dann ein Exemplar auch mitnehmen. Eine Enquete-Kommission wird ja immer eingesetzt zu ja, besonders komplexen und bedeutenden gesellschaftlichen Themen und das ist ja die berufliche Ausbildung definitiv. Und mit der Digitalisierung in Deutschland erleben wir wirklich eine sehr, sehr dynamische Innovationsphase. Und klar, die bietet auf der einen Seite natürlich Chancen für die Arbeitswelt, aber auf der anderen Seite stellt sie uns alle und natürlich auch damit die berufliche Ausbildung vor große Herausforderungen.
In dem Bericht, aber hoffentlich und bestimmt auch heute in unserer Veranstaltung, wird auf jeden Fall klar, wie wichtig dieses Thema für die Zukunft von Deutschland ist. Und das haben auch alle Fraktionen gemeinsam erkannt. Das kam ja vorher auch schon im Pressegespräch raus, dass sich bei diesem Thema die Fraktionen wirklich einig sind. Auch wenn sich die Fraktionen natürlich in der konkreten Umsetzung und teilweise in der konkreten Lösungsfindung nicht immer einig geworden sind. Aber wo sie sich eben geeinigt geworden sind, wie wichtig dieses Thema ist. Und sie haben ja jetzt auch wirklich fast drei Jahre lang an diesem wichtigen Thema gemeinsam gearbeitet. Und es ist da auch wirklich deutlich geworden, wie wichtig die berufliche Bildung für unsere Gesellschaft ist. Gemeinsam haben sich die Enquete-Mitglieder ganz, ganz viele Fragen gestellt und gemeinsam haben sie auch ganz viele Antworten gefunden. Ziel einer solchen Enquete-Kommission ist es ja wirklich immer, ein Thema wirklich ja aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln auch zu betrachten, also rechtliche, wirtschaftliche, soziale und auch ethische Aspekte mit abzuwiegen und dann am Ende wirklich gemeinsame Positionen und Lösungsvorschläge auch zu erarbeiten. Und viele davon werden wir heute auf jeden Fall kennenlernen gemeinsam. Schön, dass auf jeden Fall Sie alle heute hier sind und damit ja auch zeigen, wie wichtig Ihnen dieses Thema mit der beruflichen Ausbildung ist. Bevor ich jetzt gleich die Vorsitzende der Enquete-Kommission, Frau Letius, vorstellen darf und an Sie übergebe, noch ganz kurz ein paar Worte zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Gerade sind wir ja schon mittendrin dabei in der Eröffnung und im Anschluss erwarten Sie dann drei Panels zu drei ganz unterschiedlichen Themen. Die werden so circa zwischen 30 und 50 Minuten dauern und im Anschluss an jedes Panel haben Sie hier im Saal auch immer die Chance, nochmal Fragen zu stellen. Wir werden grob über folgende drei Themen diskutieren. Das erste Panel, da geht es um die Bedeutung der Digitalisierung für die Arbeits- und Ausbildungswelt. Im zweiten Panel schauen wir uns nochmal konkret die Lernorte der Zukunft an und was die brauchen. Und im dritten Panel geht es dann um die Rahmenbedingungen für die Zukunft, also wie wir die Aus- und Weiterbildung sichern können. Außerdem noch ein ganz kurzer organisatorischer Hinweis. Einige haben es bestimmt schon gesehen. Hier von Ihnen auf der rechten Seite gibt es einige Getränke. Die können Sie gerne auch mit an den Platz nehmen. So, jetzt darf ich aber die Vorsitzende der Enquete-Kommission, Frau Letius, vorstellen und dann gleich kurz an Sie übergeben. Frau Letius ist seit 2013 für die CDU im Bundestag. Davor war sie als Unternehmensberaterin tätig. Sie ist Mitglied unter anderem im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Arbeitskreis Zukunft der Arbeit. Passt also da, glaube ich, sehr, sehr gut zu den Themen auch der Enquete-Kommission. In der Enquete-Kommission war sie zudem Vorsitzende der Projektgruppe 7 zur Finanzierung der Aus- und Weiterbildung und in den Projektgruppen zu den Themen Weiterbildung und Anforderungen an die Ausbildung im Betrieb aktiv. Sie hat übrigens selbst mal eine berufliche Ausbildung absolviert und zwar zur Industriekauffrau und dann hat sie später auch im Betrieb selbst ausgebildet. Da kann ich mir vorstellen, konnte sie vermutlich ganz, ganz viele Themen auch aus eigener Erfahrung dann einbringen und darüber sprechen. Bitte schön, Frau Letius, das ist Ihr Applaus. Kommen Sie gerne auf die Bühne. Vielen Dank, Frau Lindner, für die tolle Anmoderation. Und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Enquete-Mitglieder hier im Publikum und natürlich am Bildschirm. Auch von meiner Seite heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über das rege Interesse an der heutigen Diskussionsveranstaltung rund um den Abschlussbericht der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Als Vorsitzende bin ich stolz darauf, dass wir Ihnen heute unseren wertvollen Bericht präsentieren dürfen. Fast drei Jahre lang haben wir uns in der Enquete-Kommission intensiv mit der beruflichen Bildung auseinandergesetzt und uns folgende Fragen gestellt. Welche Herausforderungen und Chancen sind mit der beruflichen Bildung verbunden? Was bedeutet die Digitalisierung für die Arbeits- und Ausbildungswelt? Und wie bleibt die berufliche Bildung attraktiv für zukünftige Generationen? Darum geht es in unserem Bericht und genau darüber diskutieren wir heute. Ich bin gespannt auf die Diskussionen und möchte an dieser Stelle die Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal daran erinnern, dass Sie live Ihre Fragen per E-Mail an enquete.bb@bundestag.de einreichen können. Im Laufe der Veranstaltung werden einige Fragen ausgewählt. Ich werde diese am Ende eines jeden Panels an die Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmer richten. Also zögern Sie bitte nicht, Ihre Fragen zu stellen. Nun zurück zur Enquete-Kommission.
Was gibt es über die Kommission in Kürze zu sagen? 19 sachkundige Abgeordnete und 19 sachverständige Kommissionsmitglieder haben zielorientiert und mit viel Herzblut an diesem Bericht gearbeitet. Auch die erschwerten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie seit März 2020 haben alle Mitglieder gut gemeistert. Wir haben unsere Arbeit sofort umgestellt und ohne Unterbrechung einfach digital weitergearbeitet. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Enquete-Mitgliedern, dem Sekretariat, den Fraktionsreferentinnen, Fraktionsreferenten sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die reibungslose Umstellung auf digitale Sitzungen bedanken. Ob in Präsenz oder digital, wir arbeiteten konstruktiv, kooperativ und konzentriert zusammen. Dafür allen Beteiligten herzlichen Dank. Wir haben in diesen drei. Ja. Wir haben in diesen 3 Jahren insgesamt 35 Kommissionssitzungen durchgeführt. Dabei wurden 45 externe Sachverständige zu Anhörungen eingeladen. In den Projektgruppen, die insgesamt über 80 Sitzungen durchgeführt haben, wurden noch einmal 85 externe Sachverständige angehört. Aus der Praxis für die Praxis. Das war uns sehr wichtig. Ich habe vorhin auch schon eine unserer ehemaligen Anhörgäste im Publikum gesehen. Willkommen, Frau Xianli Saleh. Herzlich willkommen. Und ich möchte auch 3 Sachverständige begrüßen, die uns heute per WebEx zugeschaltet sind. Ich begrüße Herrn Hubert Ertel, den Forschungsdirektor des Bundesinstituts für Berufsbildung. Sowie Frau Annalena Schnitzler. Und auch Frau Dr. Nicole Kujai und Herrn Andreas Oehme. An Sie alle, insbesondere auch an das Bundesinstitut für Berufsbildung, herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihre Expertise. Zum Schluss ist es mir wichtig zu betonen, dass alle Enquete-Mitglieder, auch wenn es manchmal intensive Auseinandersetzungen gab, stets das Beste für die berufliche Bildung im Blick hatten. Sachbezogen haben wir immer nach Kompromissen gesucht. Uns allen war es daher wichtig, einen in sich geschlossenen und gut lesbaren Bericht zu erstellen, der als Leitfaden für alle Akteure dienen soll, die an der beruflichen Bildung beteiligt sind. Die heutige Veranstaltung soll Sie neugierig machen, den Bericht zu lesen. Vor allem wünschen wir uns, dass die in diesem Bericht formulierten Handlungsempfehlungen als Grundlage für zukünftige Entscheidungen herangezogen werden. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Gesellschaft weiterhin eine starke, zukunftssichere berufliche Bildung braucht. Wir in der Enquete-Kommission zeigen, welche Schritte dazu notwendig sind. Ich freue mich nun auf das Videogrußwort unseres Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble und wünsche uns und Ihnen anschließend spannende Diskussionen. Vielen Dank. Dankeschön. Die Digitalisierung verändert unser Leben. Maschinen treffen Entscheidungen, aber der Mensch programmiert sie. Der technologische Wandel schlägt sich auch in der Arbeitswelt nieder und er hat erhebliche Auswirkungen auf die berufliche Bildung. Dieser Befund ist nicht neu, aber die Corona-Krise hat die Relevanz dieses Themas noch einmal verdeutlicht. Die digitale Transformation hat dadurch einen gewaltigen Schub erhalten, im globalen wie im nationalen Maßstab. Und natürlich auch im privaten Bereich. Der Deutsche Bundestag hat die Tragweite dieser Aufgabe lange vor dem Ausbruch der Pandemie erkannt und dazu die Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt eingesetzt. Und heute legen Sie die Ergebnisse einer fast 3-jährigen intensiven Auseinandersetzung mit den vielschichtigen Fragen zur Zukunftssicherung der beruflichen Bildung in Deutschland vor. Und diesen Analysen und Empfehlungen
ist eine breite öffentliche Aufmerksamkeit zu wünschen. Es ist kein Zufall, dass die europäischen Länder, in denen die duale berufliche Ausbildung am stärksten verbreitet ist, auch die niedrigsten Arbeitslosenquoten aufweisen, insbesondere unter Jugendlichen. Und Deutschland wird weltweit um sein einzigartiges Berufsausbildungssystem beneidet. Es ist eine Errungenschaft, die wir auch in der zunehmend digitalisierten Welt zukunftssicher machen müssen. Experten warnen, dass die Pandemie, ähnlich wie die Finanzkrise vor rund 10 Jahren, zu einem dauerhaften Einbruch bei der dualen Ausbildung führen könnte. Und das würde zu massiven Problemen führen, denn am Arbeitsmarkt werden rein zahlenmäßig weit mehr Fachkräfte mit einer Berufsausbildung als Akademiker gebraucht. Nach einer jüngsten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft müssen allein auf dem zentralen Feld der MINT-Berufe ab 2024 jährlich 291.000 Fachkräfte ersetzt werden, die altersbedingt ausscheiden. Bei den Akademikern sind es nur 69.000. Die Tendenz auf dem Ausbildungsmarkt bleibt aber weiterhin in einem Ungleichgewicht zugunsten der akademischen Laufbahn. Und das ist nur ein Beispiel aus der großen Palette der Detailfragen der Berufsbildung. Es zeigt exemplarisch den drängenden Handlungsbedarf. Und deswegen kommt der Bericht der Enquete-Kommission zur rechten Zeit. Er bietet auf gut 600 Seiten eine Vielzahl von wertvollen Handlungsempfehlungen, zum Beispiel für einen Pakt für berufsbildende Schulen oder für die Stärkung und Qualifizierung des Ausbildungspersonals. Auch das ist ein Wunderpunkt, denn nicht nur auf dem Arbeitsmarkt fehlen Fachkräfte. Bildungsforscher sprechen von einem dramatischen Lehrermangel in den Berufsschulen. Die Enquete-Kommission zur beruflichen Bildung hat viel Energie, Zeit und Herzblut in diesen Bericht gesteckt. Ihre Arbeit ist ein hervorragendes Beispiel für das demokratische Ringen und um die besten Lösungen, streitbar, aber respektvoll im Umgang und kompromissbereit in der Sache. Allen Beteiligten, Abgeordneten wie externen Sachverständigen und Vertretern der Sozialpartner in der dualen Berufsausbildung danke ich nachdrücklich für die wertvolle Arbeit und für ihren Einsatz. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der heutigen Veranstaltung zur Vorstellung des Abschlussberichts wünsche ich einen inspirierenden und fruchtbaren Austausch in den Diskussionspanels, ob digital oder analog. Ja. Ja, vielen Dank an diese Worte. Vielen Dank, Herr Schäuble, für diese Worte. Er hat es ja auch gerade noch mal betont, wie wichtig dieses Thema ist und dass jetzt wirklich dieser Bericht auch quasi im perfekten Moment kommt, wo dieses Thema noch mal wichtiger wird denn je. Und er hat auch noch mal betont, diese vielen, vielen Seiten und diese mehr als 500 Seiten versuchen wir jetzt heute in den nächsten 2,5 Stunden für Sie zusammenzufassen und auch noch mal die wichtigsten Themen daraus zu diskutieren. Ich würde sagen, wir legen los mit unserem ersten Panel. Was bedeutet die Digitalisierung für die Arbeits- und Ausbildungswelt? Die Digitalisierung erhält immer schneller Einzug in unser aller Leben und somit natürlich auch in die Berufs- und Ausbildungswelt. Corona, das haben wir, glaube ich, alle gemerkt, hat diesen Prozess noch mal deutlich beschleunigt. Azubis konnten dann ihre Arbeitsanweisungen aus der Cloud holen und Maschinen haben sie ja sowieso schon ganz lange per Tablet bedient. Die Ausbildung hat sich also stark verändert und damit verändert sich natürlich auch die Berufswelt, in die diese Auszubildenden dann nach ihrer Ausbildung starten. Die einen haben Angst vor dieser Veränderung und den anderen geht es nicht schnell genug. Auf diesem Panel wollen wir deswegen nun zum einen über die Herausforderungen sprechen, die Digitalisierung mit sich bringt, aber natürlich auch über die Chancen für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Außerdem möchten wir darüber sprechen, wie muss sich denn die berufliche Ausbildung verändern, um da mitzuhalten und was gibt es vielleicht auch für neue Berufsbilder, die jetzt entstehen.
Das werde ich gleich mit meinen ersten drei GästInnen hier heute auf dem Podium besprechen. Als erstes darf ich hier oben begrüßen auf der Bühne Frau Professorin Dr. Bettina Kohlrausch. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung und Professorin für gesellschaftliche Transformation und Digitalisierung an der Universität Paderborn. Ihre Forschungs- und Publikationsschwerpunkte liegen in der Berufsbildungsforschung. Und in der Enquete-Kommission war sie Mitglied in den Projektgruppen zu Herausforderungen der Digitalisierung und zu Zu- und Übergängen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Als nächstes darf ich begrüßen Herrn Stefan Albani. Auch Sie dürfen natürlich jetzt gerne auf die Bühne kommen. Er ist Physiker und Teil der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. In der Enquete-Kommission war er Teil der Projektgruppen Herausforderungen der Digitalisierung und außerdem Mitglied in den Projektgruppen 4 und 7 zu den Themen Weiterbildung, lebensbegleitendes Lernen und Finanzierung. Schön, dass auch Sie da sind. Und als dritte Person auf dem Panel darf ich begrüßen Helmut Seifen. Er ist schul- und wissenschaftspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Nordrhein-Westfälischen Landtag und war zuvor als Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte und als Schulleiter tätig. Er war Mitglied in den Projektgruppen zu Zu- und Übergängen und in der Gruppe Anforderungen an die Ausbildung im Betrieb. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, Frau Kohlrausch, bevor wir vielleicht jetzt direkt inhaltlich in die Diskussion einsteigen, vielleicht vorweg, wie haben Sie denn gemeinsam als Kommission Digitalisierung überhaupt definiert? Also vor allen Dingen ging es ja um die Digitalisierung der Arbeitswelt. Und da kann man sagen, dass das die Veränderungen der Arbeitswelt sind, die sich aus diesen dann doch sehr rasanten Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnologie, die wir in den letzten Jahren erlebt haben oder Dekaden schon erlebt haben, ergeben. Und wenn man sich dann noch mal überlegt, was ist das, was vor allen Dingen auch die Qualifizierung betrifft, dann ist ein Punkt natürlich, dass Qualifizierungsanforderungen vermutlich steigen, dass wir mehr Leute brauchen, die gut qualifiziert sind. Das bedeutet nicht, dass sie alle Akademiker sind, aber im Moment haben wir auch einen sehr hohen Anteil von Menschen ohne berufsqualifizierenden Abschluss. Bedeutet, dass man möglicherweise andere Dinge können muss, weil sich Arbeitsformen verändern, Arbeitsorganisation verändert und bedeutet vermutlich auch, dass sich Arbeit schneller verändert und man länger lernen muss und sein Wissen immer wieder anpassen muss. Mhm. Wir haben es ja, oder ich habe es gerade in der Anmoderation auch schon kurz angesprochen, dass ja viele Menschen auch wirklich Angst haben vor der Digitalisierung und vielleicht die Befürchtung haben, ihre Arbeit zu verlieren. Im Bericht ist hier die Rede von Substituierbarkeitspotenzialen. Also da geht es darum, wie viele Jobs theoretisch ersetzt werden könnten. Im Bericht ist hier die Sprache von 25% der Beschäftigten, die eben ja in Berufen sind mit hohem Ersetzbarkeitspotenzial. Herr Albani, wie ist denn da Ihre Einschätzung? Also sollte man da auf jeden Fall Angst haben oder können Sie da die Angst vielleicht auch ein bisschen nehmen? Wie ist da so Ihre Einschätzung? Ja, wie es so schön heißt, wenn der Wind der Veränderung bläst, dann bauen die einen Schiffe und die anderen Mauern. So, vom Grunde her haben wir diesen Wind der Veränderung in maximaler Form. Wir haben die Jahrmilliarden der Menschenwerdung dadurch überlebt, dass in der Regel die von uns überlebt haben, die etwas vorsichtiger waren. Nichtsdestotrotz haben wir uns mit dieser Studie und mit anderen beschäftigt, die Substituierbarkeitspotenziale entsprechend klassifiziert haben. Aber Sie haben ein wichtiges Wort in Ihrer Anmoderation gesagt, theoretisch. Das heißt, wir wissen es nicht. Wir können heute Abschätzungen machen. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, im Gegensatz zu Veränderungen in der Arbeitswelt, wie wir sie in der Vergangenheit kannten, geht es jetzt nicht darum, dass zum Beispiel nur sehr stark körperbetonte oder sehr kraftzehrende Berufe abgenommen, sondern auch der Vergleich zum Beispiel komplexer juristischer Texte, die heute von Menschen vorgenommen werden, können von Computern besser vorgenommen werden. Und insofern, ja, in vielen Bereichen werden sich Kompetenzen verändern. Und wichtig war eine Aussage über die Studien hinweg, dass die Berufsbilder, die wegfallen oder stark verändert werden und die, die hinzukommen, sich ungefähr die Waage halten. Das sage ich jetzt mal als Physiker so ein bisschen größenordnungsmäßig. Es werden da auch Zahlen genannt. Ich bin mit denen sehr vorsichtig. Aber Fakt ist, es wird sich viel verändern. Und das bedeutet, dass wir denjenigen, die dieser Veränderung mit Vorsicht
oder vielleicht sogar mit Angst gegenübertreten, Alternativen bieten müssen. Das heißt, die Weiterbildung wird von entscheidender Bedeutung. Die Fragestellung, wie wir sie mitnehmen, wie wir den jungen Menschen auch bei der Berufsorientierung sagen, ja, den Beruf, den du heute willst, der deinem Talent entspricht, das ist wichtig, ergreife ihn, er wird sich ändern, aber du wirst bei dieser Veränderung nie alleine gelassen werden. Und wenn wir das, glaube ich, beherzen an der Stelle, dann wird aus der Angst eine Chance und aus der Mauer am Ende ein Segelschiff. Das haben Sie sehr schön gesagt. Herr Seifen, wie ist da ja, Ihr Eindruck? Sehen Sie eher so die Gefahr, die Berufe, die wegbrechen oder vielleicht auch die Chance in den Berufen, die neu entstehen? Also ich glaube, es war 2018, ist ja zum Beispiel auch erst eine neue Ausbildung entstanden als ja, quasi Online-Händler, Online-Händlerin. Was überwiegt bei Ihnen vielleicht auch ganz persönlich, die Chancen oder die Risiken? Also als jemand, der aus der Wissenschaft... Herr Seifen. Aber Sie dürfen auch gleich noch antworten. Ich glaube, man sollte die Angstperspektive überhaupt verlassen. Ich bin auch Geschichtslehrer, und wenn Sie zurückschauen, gab es immer wieder Prozesse, wo die Arbeitsverhältnisse sich geändert haben. Der Prozess, der vielleicht vergleichbar ist mit dem heutigen, das war der Prozess der industriellen Revolution, wo ja in 100 Jahren eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen wegfielen und andere sind gekommen. Wie haben die Menschen darauf reagiert? Ganz einfach. Sie haben darauf reagiert, indem sie das Potenzial, was am besten und am leichtesten veränderbar ist, angegangen sind. Das ist das menschliche Potenzial. Das ist unsere Möglichkeit, die das Gehirn uns bietet, uns in alle möglichen Situationen, die man sich überhaupt vorstellen kann, wieder hineinzufinden. Und wenn Sie mal einen Heizungsinstallateur fragen, der etwas älter ist, vielleicht mal ein Alter hat und der in den 60er Jahren seine Lehre gemacht hat, was der damals gelernt hat und was der heute einbauen musste, dann können Sie sich vorstellen, dass auch da schon irre Änderungsprozesse vonstatten gegangen sind, die wir uns als Laien nicht vorstellen können. Insofern bin ich unglaublich zuversichtlich, dass wir diese Änderung hinkriegen. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass diese Enquete notwendig war und bedingt, dass man einen Bewusstwerdungsprozess da einleitet. Allerdings muss der auch dahin gehen, dass wir unsere Vorausbildungsbereich, also den schulischen Bereich, dass wir den vielleicht nochmal angehen. Ich habe es versucht, in der Enquete-Kommission anzudeuten. Das war vielleicht der Punkt, wo wir uns nicht immer ganz einig waren und uns in den Armen lagen, sondern vielleicht auch schon mal uns kritisch angeguckt haben. Aber das ist der Bereich, den wir auch noch mal neu angehen müssen, weil wir von dem einzelnen Menschen, dem müssen wir alles mitgeben, damit er später selbstbewusst und autonom in die verschiedene Berufsausbildung reingehen kann. Ansonsten, glaube ich, sollten wir Lebenszuversicht hier darstellen und nicht so sehr Ängste. Dankeschön. Herr Albani, möchten Sie da vielleicht an der Stelle noch ergänzen? Also was für weitere Chancen sehen Sie denn vielleicht noch in der digitalen Arbeitswelt? Naja, die Digitalisierung in der Arbeits- und Ausbildungswelt muss man aus meiner Sicht zunächst mal in zwei Teile teilen. Das eine ist die Tatsache, wie sich Berufe verändern, wenn es darum geht, das Steuern von Maschinen, was weiß ich, die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Produktion, wie gehen die Dinge von dem Vertrieb über Tablet aufgenommen in die Produktion, wie geht innerhalb der Produktion Industrie 4.0 dann entsprechend Produktionsprozesse vor sich, also dieser ganze Bereich. Und der andere Bereich ist die Tatsache des digitalen Lernens. Und irgendwann gab es auch mal eine Schiefertafel und wir haben die Schiefertafel ersetzt durch Block und Bleistift. Und es gab mit Sicherheit einige Leute, die haben auch an der Schiefertafel Vorteile gesehen, dass jeden Abend, wenn weggewischt wurde, der ganze Quatsch weg war. Während auf einem Papier dieses schon länger überdauert. Also alles hat seine Vorteile. Und hier bedeutet es aber weniger das Ersetzen von Papier und Bleistift durch die Tablets im Bereich des Lernens, als vielmehr eine völlig andere Form des Lernens zukünftig. Weniger das reine Pauken von Wissen, viel stärker methodische Herangänge zu lernen und Lernen an dieser Stelle auch attraktiver, ich sage jetzt mal, und flexibler an der Stelle zu machen. Und ich denke mal, wenn man das zusammenfasst, sowohl das, was sich in der Arbeitswelt ändert, als auch das, was sich im Lernen ändert, sind wir momentan am Anfang. Wir haben den Rockzipfel dessen in der Hand, was dort kommen wird. Und ich persönlich, als jemand, der aus der Wissenschaft kommt, ist natürlich jetzt nicht naiv begeistert, aber ich sehe natürlich schon die Chancen da drin, ohne die Risiken und auch die Ängste der Menschen an dieser Stelle zu leugnen. Aber erst einmal gucken, was bringt uns das eigentlich und was verändert das? Angefangen von der Tatsache, dass, wenn alle Bücher auf einem Tablet sind, die Frage über Haltungsschäden bei Schülern definitiv der Vergangenheit angehören werden und so weiter und so fort. Also zu Deutsch, von ganz banalen Dingen bis hin zu ganz komplexen Dingen wird sich vieles ändern und ich sehe da schon Chancen, ja.
Ja, Sie hatten jetzt schon das Wort flexibel auch genannt. Das ist, wird ja auch im Bericht da nochmal genannt. Also eben als weitere Vorteile flexibles Arbeiten, aber auch vielleicht eher anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen. Und der Rest kann vielleicht digitalisiert, automatisiert werden. Aber Herr Seifen, da gehen Sie nicht mit. Das sehen Sie anders? Ja, ich gehe nicht mit an der Stelle, dass sich Lernprozesse ändern. Sie ändern sich natürlich da dergestalt, dass ich mit Hilfe digitaler Medien ganz schnell viel besser Informationen einholen kann, dass ich sie besser präsentieren kann. Wenn ich zum Beispiel an die Photosynthese denke, wenn ich sie den Kindern beibringen will oder den Oberstufenschülern, dann habe ich Modelle, Computermodelle, die das zeigen und ich kann präsentieren. Was aber nicht eben digital geht, das sind Verstehensleistungen. Verstehensleistungen gehen nur analog. Warum? Weil Verstehen sich auf das Gehirn bezieht. Und die digitalen Medien sind Hilfsmittel. Ich gebe zu, es ist richtig, dass man den Einsatz dieser digitalen Medien in der Schule zum Beispiel oder auch in der Berufsausbildung in besonderer Form noch einmal überlegen muss, wie kann ich den Inhalt, den ich überlege, den Schülern beizubringen oder sich selbst beibringen zu lassen, wie kann ich den aufbereiten? Das ist alles korrekt. Aber anschließend muss der Punkt kommen, wo ich, nachdem die digitalen Medien alles aufbereitet haben, ich als Lehrkraft mit den Schülern und den Schülerinnen ins Gespräch komme und der Verstehensprozess eingeleitet wird. Das geht nur analog. Das beweisen auch jetzt die neuesten Ergebnisse der Corona-Geschichten, wo man sagt, die digitale Distanzlernen hat eben dazu geführt, dass die Schüler eben nicht so in die Verstehensprozesse eingestiegen sind. Das heißt also, selbstverständlich, so wie man einen Kugelschreiber anwendet, müssen auch digitale Medien in ihrer ganzen Fülle angewandt werden. Das ist ja klar. Also nicht so wie ein Kugelschreiber, sondern in der gleichen Art vom Prinzip. Aber der Verstehensprozess ist nach wie vor ein kommunikativer Prozess zwischen den einzelnen Menschen, zwischen der Lerngruppe und zwischen den Lernkräften. Frau Kurasch, wie sehen Sie dieses Thema? Ganz kurz zum Lernen. Also natürlich ist es ein Kernmerkmal, also das heißt ja irgendwie Informationstechnologie, Informationen verändern sich, die Aufnahme, die Organisation von Informationen verändert sich. Entsprechend wird sich auch das Lernen verändern, ob das Distanzlernen jetzt, wie das funktioniert hat in der Krise, wissen wir noch nicht so ganz genau. Was wir wissen, ist, dass es einfach für die nicht so gut funktioniert hat, die nicht so gute Ressourcen und Voraussetzungen haben. Also, dass wir da vermutlich eine soziale Spaltung haben. Gleichzeitig sehen wir, dass bestimmte Jugendliche da sehr gut mitgekommen sind, teilweise sogar besser. Das heißt, was wir jetzt eigentlich mal verstehen müssen, ist, was sind eigentlich die Voraussetzungen, die man braucht, um so lernen zu können. Ich wollte aber eigentlich gerne noch mal auf diese Angstfrage zurückkommen, weil ich glaube, das ist schon wichtig. Die Digitalisierung ist, glaube ich, wie alle Transformationsprozesse, die wir aktuell erleben, beängstigend für Menschen, weil sie Dinge in Frage stellt, die immer als sicher galten und als verlässlich. Zum Beispiel, dass wir bestimmte Qualifikationen haben, dass die uns tragen und Sicherheit geben, ein Leben lang, dass wir Arbeit um den Betrieb herum organisieren. Das sind Grundprinzipien, wie wir Arbeit organisiert haben. Und die verändern sich durch die Digitalisierung. Aber gerade deshalb ist es, glaube ich, so gut, also dass wir das System der beruflichen Bildung haben. Ich glaube, die berufliche Bildung ist wirklich ein tolles Instrument, um dieser Herausforderung auch begegnen zu können. Und die berufliche Bildung ist ja angelegt, dadurch, dass zum Beispiel die Sozialpartner die Ausbildungsverordnung permanent verändern, auf Veränderungen zu reagieren und kann deshalb auch gut auf die Herausforderungen reagieren, die die Digitalisierung mit sich bringt. Wichtig ist jetzt aber wirklich sicherzustellen, einerseits, dass wir da niemanden zurücklassen, dass wir wirklich ein Angebot für alle machen. Und ich glaube, das haben wir nämlich in unseren Analysen auch gesehen. Wir haben die Ängste, die Menschen erleben, durch Digitalisierung untersucht. Und wir haben gesehen, die Ängste sind dann weniger groß, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie diese Veränderung gestalten können und dass sie mitmachen können bei der Gestaltung. Und Qualifizierung, und das ist dann eben nicht mehr nur die grundständige Ausbildung, sondern das ist dann eben auch die Weiterbildung, ist doch ein Instrument, um Menschen zu befähigen, in ihrer Berufsbiografie die Veränderungen und Herausforderungen, die die Digitalisierung für den Arbeitsmarkt mit sich bringt, wirklich auch individuell gestalten zu können. Aber ich glaube, dafür braucht es bestimmte Voraussetzungen, wie man zum Beispiel auch Weiterbildung organisiert. Aber das scheint mir wirklich der Kern zu sein. Wir haben eigentlich ein gutes Instrument. Wir müssen überlegen, wie können wir es weiterentwickeln, dass es für alle funktioniert und dass es Menschen befähigt, diesen Herausforderungen zu begegnen. Ja, Frau Kurasch, wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Also die Berufswelt wird sich oder
ist ja schon in der Veränderung und natürlich auch die Ausbildung. Welche neuen Kompetenzen braucht es denn da Ihrer Meinung nach für die Ausbildung? Also sowohl im Betrieb als auch natürlich dann in der Berufsschule. Also im Bericht ist ja auch die Rede zum Beispiel von der Blockchain-Technologie oder auch agilem Arbeiten. Also was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten neuen Kompetenzen? Gut, es wird, also ich denke, dass ist was, was sich permanent auch verändert, was man an fachlichen Kompetenzen braucht, was, glaube ich, klar ist, dass man für agiles Arbeiten, gerade wenn man mehr in gemischten Teams, fachlich gemischten Teams, aber vielleicht auch auf verschiedenen Qualifikationsebenen, dass man mehr so übergreifende Kompetenzen braucht, die einen eben auch ermöglichen, zu kooperieren, technisch kritisch zu sein und einfach eher prozessorientiert arbeiten zu können. Denn das wird sicherlich einen höheren Anteil ausmachen, weil das ist auch wichtig. Das finde ich auch wichtig, wenn man über Qualifizierung redet. Digitalisierung ist wie jede Veränderung nichts. Ich bin nicht Physikerin, sondern Soziologin. Was uns irgendwie passiert, sind soziale Prozesse. Wir gestalten sie. Ja, und hier wird ja auch Politik gemacht. Und das heißt, wenn wir Menschen, wenn wir auf Qualifikationen Wert legen, die Menschen befähigen, Technologien für sich zu nutzen, damit man zum Beispiel, ich nehme mal Beispiel Pflege, ja, dass man eine Entlastung hat bei Dingen, die vielleicht administrative Tätigkeiten sind oder körperlich anstrengende Tätigkeiten und dafür mehr Zeit, um wirklich für die Interaktion. Ja, dann ist es eine Art, diese Technologie für sich so nutzbar zu machen, dass es für alle am Ende besser wird. Und dafür muss man sich eben auch entscheiden, Menschen zu qualifizieren, auf einem gewissen Niveau und mit bestimmten Qualifikationen auszugestatten, um diese Technologie auch in unserem Sinne gestalten zu können. Herr Albani, dazu vielleicht noch ganz kurz. Sie haben ja auch als Kommission gemeinsam eine kleine Umfrage-Studie gemacht mit jungen Menschen. Und da war ja ein Ergebnis auch, dass wirklich mehr IT-Kenntnisse ganz stark von den jungen Menschen eingefordert wurden. Was ist denn da die Handlungsempfehlung der Kommission? Also das mehr irgendwie zu integrieren in die Ausbildung, auch diese IT-Kenntnisse und da auch mehr Wissen zu vermitteln? Ja, selbstverständlich. Das gehört dazu und das gehört schon auf allen Ebenen von schulischer Ausbildung dazu. Das gehört auch schon, bevor man in die Frage kommt der beruflichen Orientierung sozusagen, muss das zunehmend eine gewisse Form von Selbstverständlichkeit haben. Also mit derselben Selbstverständlichkeit, wie wir heute die analogen Dinge benutzen. Und auch wenn wir heute immer wieder sagen, dass die jungen Menschen natürlich viel besser mit der digitalen Technik umgehen als wir zum vergleichbaren Zeitraum, muss man natürlich schon unterscheiden, mit was gehen sie da jeweils um. So, und inwieweit sind das dann halt auch Dinge, die lernäquivalente Tools oder dergleichen mehr sind. Also auch da muss man vorsichtig sein. Und hier gehört letzten Endes eine Ausbildung auch schon in jüngeren Jahren dazu. Ein Punkt, den ich aber gerne noch zu meiner Vorrednerin sagen wollte, das, was den einen Sicherheit vermittelt, dass die Dinge so sind, wie sie sind und kalkulierbar auf diese Art und Weise sind, kann dem anderen durchaus auch Unsicherheit oder sagen wir mal, eine Enge am Hals vermitteln. Bei vielen Diskussionen, wenn wir Befragungen, kommt zum Beispiel auch in der Diskussion derer, die bei einer Berufsorientierung nach einer gymnasialen Laufbahn sagen, ich gehe lieber studieren, das ist flexibler. Da bin ich, da lege ich mich nicht so schnell fest. Und die berufliche Bildung hat leider den Ruf, dass man da sich festlegt und dann sozusagen machst du den Rest deines Lebens irgendwie Handlung XY. Und das ist falsch. So, und ich denke, da ist es total wichtig, halt zu zeigen, was sich hier im Berufsbild des Industriekaufmann, Frau hier in den letzten Jahren schon verändert hat, was sich auch im Handwerk in den letzten Jahren verändert hat und auch in der Zukunft verändern wird. Also deswegen eine gute Mischung aus Sicherheit auf der einen Seite, aber auch Flexibilität und Zukunftssicherheit in der Einbindung auch der höheren Berufsbildung. Was kann aus mir werden, wenn ich in 20, 30 Jahren, was weiß ich, vielleicht nochmal mich anders orientieren will oder die Welt, die sich verändert? Also insofern, ich glaube, eine Mischung zwischen Sicherheit auf der einen und auch Perspektive auf der anderen Seite ist je nach Dosierung für den einzelnen Menschen der notwendige Weg. Ein bisschen von beidem und je nach Menschen, ein bisschen von hier mal und das andere ein bisschen mehr davon. Ja, Herr Seifen, vielleicht Sie gleich noch als Abschluss ganz kurz, bevor ich dann auch an die Fragen im Publikum öffnen möchte. Was ist denn Ihrer Meinung nach so der wichtigste Punkt? Wir haben ja jetzt schon einiges gehört. Was ist aber für Sie der wichtigste Punkt, die wichtigste Forderung jetzt auch an die Zukunft der Ausbildung? Was muss sich da verändern?
Also ob sich was verändern muss, das können wir vielleicht nicht ganz so genau sagen, weil die Betriebe ja schon sehr gut unterwegs sind. Und wir haben ja jetzt auch während der Enquete-Kommission Kontakt gehabt mit Berufskollegs und mit Betrieben und festgestellt, dass die sich natürlich schon längst auf den Weg gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben recht, muss das ganze gesellschaftspolitische auch begleitet werden und politisch begleitet werden. Und ich glaube, wir müssen wieder stärker den Fokus darauf legen, dass der einzelne Mensch tatsächlich in seinen Fähigkeiten möglichst weit ausgebildet wird. Nicht umsonst sprechen wir von Allgemeinbildung, also um allgemeinbildenden Schulen. Damals im 19. Jahrhundert hat man sich gestritten, ob man eine Spezialausbildung hineinmünden soll oder in eine Allgemeinbildung. Man hat sich für die Allgemeinbildung entschieden, mit dem großen Vorteil, dass tatsächlich die Menschen, die dann mit dem Schulabschluss in die Ausbildung oder ins Studium gehen, tatsächlich flexibel sind. Das ist die eigentliche Flexibilität. Die Sprache sehr gut beherrschen, möglichst noch eine oder zweite Fremdsprache dazu. Mathematische Kenntnisse zu haben, die grundsolide sind und nicht so, dass an der Fachhochschule jeweils erst noch wieder Einführungskurse gemacht werden müssen. Das ist jetzt von mir nicht defätistisch gemeint, sondern wir lassen die jungen Leute damit alleine, wenn wir in der Schule nicht angemessene, humanistisch orientierten Leistungsethos wieder einbringen. Das heißt also, die einzelnen Menschen müssen feststellen, was können sie, wo können sie sich mehr einsetzen, was können sie vielleicht nicht so gut. Und dann können sie auch bei der Berufswahl viel stärker und häufiger in die richtige Richtung gehen, denn es kann uns hier auch nicht gleichgültig lassen, dass sowohl im Studium wie bei der Berufsausbildung so viele Menschen ihr einmal gestecktes Ziel offensichtlich abbrechen müssen, weil sie sich falsch eingeschätzt haben. Das heißt, wir tun den jungen Leuten keinen Gefallen. Wir müssen wertschätzen, damit den jungen Leuten umgehen. Und dazu gehört auch, dass wir sie vorher in der Schule schon bereits die Möglichkeit geben, sich richtig ein Bild von sich zu machen, was passt. Das ist also unsere Pflicht. Und ansonsten müssen wir, da komme ich zum Schluss, natürlich sehen, und damit möchte ich das relativieren, was ich gerade gesagt habe, wir haben damals in den 60er und 70ern den Kugelschreiber gehabt und die Schreibmaschine. Jetzt allerdings, das ist richtig, wird, sagen wir mal, der Schreibprozess und der Darstellungsprozess für die jungen Leute komplexer. Denn einen Computer zu bedienen ist komplexer. Das müssen sie aber unbedingt beherrschen. Und insofern spricht man in den allgemeinbildenden Schulen, man soll Informatik stärker anbieten. Es wird schon angeboten, ist auch nicht falsch. Aber man muss auch mal drüber nachdenken, tatsächlich die Anwendungsmöglichkeiten eines PCs, um die eigenen Gedanken zu Papier zu bringen oder aufs Tablet zu bringen, dass das eventuell auch dann noch stärker trainiert wird. Ich glaube, dann bereiten wir sie intensiv vor, also Stärkung der Allgemeinbildung, Stärkung der schulischen Bildung, Begleitung beim Übergang Schule-Beruf. Und dann, glaube ich, bekommen wir das hin mit Hilfe vieler, vieler Menschen, die in den Betrieben arbeiten und die auch genau wissen, was notwendig ist. Ja, vielen Dank schon mal für Ihre alle Antworten. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen an Sie, aber ich würde jetzt auch gerne das Wort dann quasi und das Mikrofon an Frau Letzius übergeben, die ja schon einige Fragen gesammelt hat, die per E-Mail reinkamen. Und dann haben natürlich Sie auch im Saal noch die Chance, Fragen zu stellen. Frau Letzius, ich übergebe an Sie für die Fragen, die per Mail kamen. Ja, vielen Dank, Frau Lindner. Es kam eine Frage über den Äther. Aber gestatten Sie mir, bevor ich die Frage stelle, noch kurz jemanden zu begrüßen, den ich hier gesehen habe im Publikum. Und zwar ist es mein Kollege Dr. Stefan Kaufmann, der, bevor ich Vorsitzende wurde, anderthalb Jahre die Enquete-Kommission geleitet hat. Und lieber Stefan, also nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für deine Mitarbeit und für die gute Übergabe. Ja, ich habe eine Frage jetzt von Tina Hoffmann, Referentin Arbeitsmarkt und Sozialpolitik vom Paritätischen Gesamtverband. Wie kann ich die Teilhabe von allen an der digitalen Arbeitswelt gelingen? Das heißt, dafür gesorgt werden, dass niemand abgehängt wird. Wer möchte? Es war niemand Genaues genannt, der jetzt antworten soll. Ich glaube, es ging an die ganze Gruppe. Ich fange mal an. Ich glaube, das ist nämlich ganz zentral, weil man muss sehen, dass das Tolle am Berufsbildungssystem ist, weshalb es auch so international so eine hohe Anerkennung hat, dass es gerade im dualen System ja ein Angebot für alle Jugendlichen ist eigentlich. Man kann eine berufliche Ausbildung, das wissen viele nicht, ohne einen Schulabschluss beginnen.
Das heißt, man hat auch noch mal die Möglichkeit einer zweiten Chance. Faktisch ist das aber schon sehr, sehr lange nicht mehr der Fall. Also ungefähr die Hälfte der HauptschülerInnen schafft überhaupt direkten Übergang in das System der beruflichen Bildung. Und ich glaube, dieses Problem müssen wir lösen, um genau sicherzustellen, dass es wirklich wir auch das Berufsbildungssystem zum Instrument machen, was uns hilft, auf dem digitalisierten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Und da, glaube ich, muss es darum gehen zu sagen, wir konzentrieren uns darauf, möglichst viele in Ausbildung zu bringen. Es gab, da ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis, auch unterschiedliche Auffassung in der Enquete-Kommission, ob es dafür eine Ausbildungsplatzgarantie braucht. Ich persönlich bin dafür, weil ich wirklich glaube, es ist ganz zentral, die Leute nicht, ich habe lange das Übergangssystem beforscht und viele verschwinden da eben auch. Es ist gut, darauf sich zu konzentrieren, die Leute reinzubringen in die Ausbildung, alle, und dann zu gucken, was brauchen die in der Ausbildung, damit sie da gut durchkommen, mit ausbildungsbegleitenden Hilfen, mit anderen Unterstützungsangeboten. Das ist, glaube ich, ganz zentral, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen ziemlich hohen Anteil von Menschen jetzt ohne berufsqualifizierenden Abschluss. Das sind Menschen, die haben jetzt schon enorm hohe Arbeitsmarktrisiken. Und die werden noch steigen mit der Digitalisierung. Das darf nicht mehr sein. Wir können es uns nicht leisten, wenn wir einerseits Facharbeitermangel haben, auf der anderen Seite zu sagen, wir haben einen relativ hohen Anteil von Menschen, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss haben. Und deshalb wäre meine Idee immer zu sagen, wir machen allen das Angebot einer Berufsausbildung und tun alles dafür, dass sie das auf hohem Niveau auch schaffen, damit sie in dieser Ausbildung auch die Qualifikation bekommen, die sie brauchen, um dann auf diesen anspruchsvolleren Arbeitsmarkt sich behaupten zu können. Bis auf die Sache mit der Garantie gehe ich da vollständig mit. Würde aber an einer Stelle jetzt noch einen Zusatz machen wollen, weil es natürlich auch um andere Formen von Beeinträchtigungen geht, mit denen ich mich in 25 Jahren vor meiner politischen Tätigkeit beschäftigt habe, nämlich zum Beispiel wie Sinnesbeeinträchtigungen, ob nun blind oder taub oder beziehungsweise schwerhörend oder am Körper entsprechende motorische Schwierigkeiten. Und hier ist Digitalisierung etwas, was gerade auch eine enorme Hilfe sein kann. Wenn ich mir heute die Schule für Hörgeschädigte oder Hörbeeinträchtigte anschaue, dann ist da viel mehr Digitalisierung, als das in den normalen Schulen ist. Aber viele Kinder haben auch durchaus, würden profitieren davon, wenn der Lehrer in ein Mikrofon spricht und sie bei einer leichten oder geringgradigen Schwierigkeit dieses dann entsprechend in ihr Hörgerät transferiert bekommen und auf die Art und Weise dem Unterricht besser folgen können, als wenn es durch den halligen Klassenraum kommt. Oder aber die Tatsache, wenn Texte einem vorgelesen werden, aus dem Buch heraus, das, was wir Voice-Over-Technik, hat jeder in seinem Tablet drin, und dergleichen mehr. Und deswegen denke ich, dass hier viele Techniken auch und nicht nur denjenigen, die heute in Spezialbereichen versorgt sind, sondern die auch gerade in den anderen Übergangsbereichen, also bei geringgradigen Handicaps, hiervon durchaus profitieren können. Und deswegen denke ich, auch da hat Digitalisierung eine große Möglichkeit, wenn sie dann in diesem Bereich zur Normalität aller gehört. Ja, ich glaube, leider Gottes können wir nichts garantieren. Wenn das Wort da drin stand, garantieren können wir nicht. Aber Herr Albani hat das schon angesprochen. Mit der Digitalisierung öffnen sich jetzt Möglichkeiten für Menschen, die, an die man vor ein paar Jahrzehnten vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Das sind genau die Menschen mit Sinnesschädigungen, aber auch vielleicht mit anderen körperlichen Beeinträchtigungen, wo also keine Körperkraft da ist, wo man aber mit heute mit Maschinen und digitaler Technik Dinge machen kann, wo vielleicht früher körperliche Kraft notwendig war. Ein drittes dann ist, dass auch Menschen, die im Bereich Lernen Förderbedarf haben, auch die Möglichkeit haben, mit Hilfe digitaler Technik sozusagen Tätigkeiten zu machen, die dadurch vereinfacht sind, in ihrer Komplexität der Maschine überlassen wird, die dann aber bedient werden kann von Menschen, die vielleicht in diesem Bereich Förderbedarf haben. Und dann müsste vor Ort, das können wir hier in der Politik schlecht entscheiden, vor Ort dann jeweils müssen Einrichtungen da sein, die den dementsprechenden Menschen, der dann vor einem steht, die Möglichkeit bietet, einzutreten in die Arbeitswelt und in die Gemeinschaft. Vielen Dank. Es gab doch noch eine Frage, und zwar von Andreas Grell vom Hamburger Institut für berufliche Bildung an Herrn Albani. Wie können wir die Durchlässigkeit und die Wege in der beruflichen Bildung noch transparenter machen?
Ganz einfach, Bildung, Bildung, Bildung. Also in diesem Fall ist die Frage, wer da gebildet werden muss. Das heißt, sie müssen transparenter werden, wir müssen, das ist immer das Nächste, dann Plattformen, Broschüren oder Ähnliches. Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt in diesem Fall bei der Berufsorientierung und bei der Ausrichtung der Berufsorientierung ist. Wir reden viel über Messen, in denen dann den jungen Menschen Berufe dargeboten werden und dergleichen mehr oder Informationsveranstaltungen in den Schulen. Es ist aber auch eine Erkenntnis, dass einen der größten Einflüsse auf die Berufswahl der Kinder auch heute immer noch die Eltern haben. So, und die Eltern urteilen und beurteilen letzten Endes auf der Basis einer Kenntnisse über Beruflichkeit oder über Berufe und Berufssituationen, die, ich sag mal, mindestens 25 bis 30 Jahre alt ist. Und insofern ist es auch bei der Berufsorientierung total wichtig, auch die Eltern verstärkt damit in den Fokus zu nehmen, ihnen zu zeigen, dass halt genau das, was ich eben schon ansprach, nämlich eine Flexibilität, ein sich verändern, ein auch Karriere machen in der beruflichen Bildung und dergleichen mehr, einfach heute schon existiert. Das, was in den Köpfen derer existiert, die dann mit ihren Kindern reden, ist 25, 30 Jahre alt. Und da waren wir noch nicht so gut. Also insofern, Transparenz auf digitalen Plattformen ist schön, aber in diesem Fall der analoge Verstehensprozess im Kopf der Eltern ist ein elementarer Schlüssel dazu, dass es am Ende auch zu Entscheidungen kommt. Vielen Dank. Dann möchte ich noch ein oder zwei Fragen aus dem Publikum gerne zulassen. Wir haben hier Mikrofone stehen. Wer möchte gerne noch oder etwas wissen von den Panel-Teilnehmern? Und sonst gerne einfach die Fragen, falls Sie jetzt gerade noch keine haben, einfach weiterhin überlegen. Und dann haben wir ja gleich nochmal einen Fragenslot nach dem zweiten Panel. Vielen Dank an Sie, Frau Lietzes, an der Stelle sozusagen als die Stimme des Publikums heute. Und vielen Dank an Sie drei als Gästinnen hier auf dem ersten Podium sozusagen. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich hoffe mal, Sie alle sind auch im Anschluss noch da, falls es noch Fragen gibt aus dem Publikum, nachher im informativen Austausch sozusagen im Anschluss. Dankeschön. Dann machen wir jetzt hier oben eine kleine, kurze Reinigung und dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Panel. Wie stärken wir unsere Lernorte für die Zukunft? Das ist die große Frage, die über dem nächsten Panel steht. Im Zuge der Digitalisierung stehen ja die beiden Lernorte, also auf der einen Seite der Betrieb, aber auch die berufsbildenden Schulen, vor enormen Herausforderungen. Das haben wir ja jetzt gerade im ersten Panel schon etwas angeschnitten. Im zweiten Panel wollen wir jetzt aber noch mal ganz konkret auf diese Lernorte blicken. Was brauchen diese Lernorte an digitaler Ausstattung? Und natürlich auch die Frage, wie kann das Ganze finanziert werden? Auf der anderen Seite aber auch die Frage, welche neuen anderen Kompetenzen braucht denn dann das Bildungspersonal? Und darüber möchte ich jetzt gleich mit vier Gästinnen sozusagen für das zweite Panel sprechen. Hier ist jetzt alles fertig wieder hergerichtet. Dann darf ich auch schon die erste Person hier oben auf der Bühne begrüßen. Das ist Frau Professorin Dr. Ursula Bilinski. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und Professorin an der Fachhochschule Münster im Institut für berufliche Lehrerfortbildung. Das heißt, sie bildet zukünftige Lehrkräfte für die berufsbildenden Schulen aus. Ihre Themenschwerpunkte sind Berufspädagogik, berufliche Bildung und insbesondere auch Inklusion. Sie saß in den Projektgruppen Anforderungen an die berufsbildenden in den Schulen und Zu- und Übergänge. Schön, dass Sie da sind. Außerdem darf ich begrüßen Frau Dr. Barbara Dorn. Sie ist Leiterin der Abteilung Bildung in der Arbeitgeberbundesvereinigung und ihre Schwerpunkte liegen hier in der Beratung von Verbänden und Unternehmen im Bereich Praxis der beruflichen Bildung und Berufspolitik. Sie war Teil der Projektgruppen zu Anforderungen an die Ausbildung in Betrieb und Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen. Schön, dass Sie da sind. Außerdem herzlich willkommen hier oben auf der Bühne für das zweite Panel Frau Dr. Sandra Gabade. Sie ist Geschäftsführerin des Hamburger Instituts für berufliche Bildung und damit ein Teil der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg. Zuvor war sie auch selbst in der Ausbildung angehender Bankkaufleute sowie als Schulaufsicht tätig. Sie war in den Projektgruppen Anforderungen an die berufsbildenden Schulen und Weiterbildung aktiv. Hallo. Und
als Vierten im Bunde für dieses zweite Panel darf ich begrüßen Herrn Professor Dr. Bernd Gizek. Er ist Hochschullehrer für Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt quantitative Methoden an der FOM Hochschule in Frankfurt. Und er war in den Projektgruppen Anforderungen an die berufsbildenden Schulen sowie in den Gruppen zu Weiterbildung und Finanzierung mit dabei. Schön und herzlich willkommen auch an Sie. Ja, im ersten Panel ging es ja jetzt vor allem um die Herausforderungen und Chancen mit dieser Digitalisierung und wie das auch die Arbeits- und Ausbildungswelt verändert. Wir wollen jetzt aber eben nochmal konkret auf die Lernorte blicken und schauen, was es da ja für Veränderungen nun gibt. Frau Gabade, was würden Sie denn sagen, vor welchen Herausforderungen stehen denn die Lernorte? Also ich denke da an so Begriffe wie digitale Ausstattung, Finanzierung, aber auch mediendidaktische Kompetenz. Naja, wir haben es ja schon in dem vorangegangenen Panel gehört. Ich glaube, was erstmal das Berufsausbildungssystem ja kennzeichnet, ist, es ist ein duales. Es hat zwei Lernorte, einmal die Unternehmen und die berufsbildenden Schulen. Und das Entscheidende ist, es ist eine gemeinsame Verantwortung und eine Zusammenarbeit. Und dann müssen wir schauen, was sind denn Stichworte, die eigentlich dazu passen, wenn wir über das Berufsbildungssystem in Deutschland sprechen. Und das ist sowas wie Innovationskraft, das ist auch Wettbewerbsfähigkeit, Fachkräftesicherung und auf der anderen Seite aber auch Teilhabe, Chancengerechtigkeit und Eigenverantwortung. Und genau diese Punkte gilt es dann in diesen Themen natürlich mitzudenken und vor allen Dingen auch dieses hohe Maß an, ich sag mal, gesellschaftlicher Integrationskraft wirklich zu transportieren. Wenn wir jetzt konkret auf die Stärkung der Lernorte schauen, dann haben wir im schulischen Teil natürlich einmal, und das ist angesprochen worden, technische Ausstattung, dass man sagt, es muss einmal überhaupt in die Lage versetzt werden, dass die Tools da sind, die man braucht, um die Schülerinnen und Schüler auch an anderen Lernorten zu erreichen. Diese müssen beherrscht werden. Das heißt, es muss dort auch eine entsprechende, ich sag mal, Fortbildung dahingehend stattfinden. Und es braucht natürlich die Idee, wie so etwas didaktisch begleitet wird. Das bedeutet, es ist nicht das Gleiche, ich sag mal, nur durch Wort und Sprache zu erreichen, sondern natürlich auch entsprechende Materialien aufzubereiten, dass man dort auf Distanz beispielsweise gute didaktische Möglichkeiten hat, komplexe Lehr- und Lernaufgaben auch so in Angriff zu nehmen, dass sie bewältigt werden können, trotzdem Gruppenarbeiten auch stattfinden können und man natürlich dann zusammenfügt, was zusammengehört. Dankeschön. Ja, Frau Belinski, was ist aus Ihrer Sicht, Ihrer Meinung nach besonders wichtig, um eine attraktive Ausbildung bieten zu können? An Frau Belinski diese Frage. Ja, geht das Mikro? Ja. Ja. Ja, es ist besonders wichtig, dass natürlich die Lernorte sich verändern, dahingehend, dass sie stärker kooperieren, dass Theorie und Praxis sich stärker verzahnt, dass gemeinsam Projekte gemacht werden, dass gemeinsam daran gearbeitet wird, wie können wir die jungen Leute tatsächlich erfolgreich alle zum Berufsabschluss bringen, hier eine stärkere Zusammenarbeit stattfindet. Und ich würde noch mal ergänzen, die beiden Lernorte, duale Berufsausbildung im Betrieb und die in der berufsbildenden Schule, würde ich gerne ergänzen. Zum einen haben wir ja den sogenannten dritten Lernort, die überbetriebliche Bildungsstätte, die hier noch hinzukommt. Aber wir haben auch viele Einrichtungen der beruflichen Integrationsförderung oder Berufsbildungswerke beispielsweise, die nochmal für uns auch im System der beruflichen Bildung eine ganz wichtige Funktion einnehmen. Und hier ist auch die Zusammenarbeit gefragt und die Verknüpfung auch an Unterstützung, die wir den jungen Leuten geben, um eben erfolgreich auch dann in Erwerbsarbeit einmünden zu können, weil die Voraussetzung, das wissen wir, das für gesellschaftliche Teilhabe darstellt. Das war ja auch ein Ergebnis, was so ein bisschen rauskam bei der Befragung eben mit den jungen Menschen. Und da wurde auch ganz konkret das Thema Zukunftschancen genannt. Also das ist ja wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, das den jungen Menschen dann irgendwie zu bieten, oder? Ja, aber da müssen wir halt auch alle ansprechen dafür und alle mitnehmen, so wie die Publikumsfrage eben kam. Da könnte ich eigentlich direkt anknüpfen. Wir müssen alle jungen Menschen ansprechen und mitnehmen und müssen ihnen Möglichkeiten geben, ihre Potenziale zu entfalten und sie darin zu unterstützen. Und das heißt eben auch, dass wir uns nicht auf bestimmte Zielgruppen fokussieren, wie Begabtenförderung beispielsweise, sondern dass wir auf den Einzelnen schauen, auf das Individuum, hier Individualisierungsangebote machen, hier individuelle Begleitung geben. Da haben wir viele Möglichkeiten an Instrumenten, wo wir auch gesagt haben, die müssen wir ausbauen, weiterentwickeln, die gleichermaßen für Jugendliche und für Betriebe angeboten werden, um das auch zusammenzubringen. Mhm.
Okay, also ganz viel hier auch wirklich Fokus ja auf der Individualisierung quasi. Ja, und auf der Flexibilisierung. Das wäre mir auch nochmal wichtig, hier auch Ausbildungskonzepte zu verändern, die sich an die Lebenslagen auch ein Stück der jungen Leute anpassen und auch das, was Vielfalt in unserer Gesellschaft ausmacht, weil wir das auch brauchen für die Gesellschaft. Sie ist nützlich und für uns als eine Ressource anzusehen. Auch die Unternehmen brauchen diese Vielfalt, um im internationalen Bereich gut agieren zu können. Und die jungen Menschen, die werden gebraucht als Facharbeiter, Facharbeiterinnen hier in unserer Gesellschaft. Mhm. Frau Dorn, vielleicht blicken wir an der Stelle mal ganz kurz erstmal, bevor wir in die Zukunft blicken, auf den aktuellen Stand. Was würden Sie denn sagen, wie sieht es denn gerade in den berufsbildenden Schulen aus? Also was muss hier verändert und verbessert werden und was läuft vielleicht auch ganz gut? Ja, die aktuelle Situation ist ja, dass wir nicht nur die Herausforderungen beider Lernorte und ich richte gerne den Fokus auf die beruflichen Schulen durch die Digitalisierung haben, sondern das Ganze jetzt noch mal im Zeitraffer durch die Pandemiesituation in eine neue Dimension überführt wurde. Und wir haben als Betriebe, ich spreche ja für die Arbeitgeber, für die Ausbildungsbetriebe, großen Respekt vor der Art und Weise, wie die beruflichen Schulen in Deutschland als Partner der Ausbildung hier agiert haben, vor sehr schwierigen Herausforderungen, teilweise schon mit einem guten digitalen Startpaket, teilweise auch noch sehr am Anfang einer Entwicklung. Hier ist viel in Bewegung gekommen an Möglichkeiten, junge Leute als Berufsschüler, die im Betrieb Auszubildende sind, dann tatsächlich auch mit den Lerninhalten der Berufsschule weiter zu versorgen und zu begleiten. Auf der anderen Seite hat die ganze aktuelle Situation auch der Kooperation über digitale Medien und auf digitalen Plattformen zwischen Berufsschulen und Betrieben einen Schub gegeben. Wir beobachten aber mit großer Sorge in der ganz aktuellen Situation, dass hier nun auch eine Stabilisierung eintreten muss, dass wir das, was wir in den vergangenen Monaten unter sehr schwierigen Bedingungen an Kooperationen gelernt und auf die Beine gestellt haben, dass das nicht wieder verloren gehen darf, wenn eine Art neuer Normalität jetzt alles wieder analog gedacht wird von den Schulbehörden, von denen, die für Schulen verantwortlich sind, vielleicht auch von den Lehrern selber. Hier haben wir jetzt wirklich eine Chance, gewisse Differenzierungen auch im Lernangebot für Schüler und die Möglichkeit, unkomplizierter zwischen Ausbildungsbetrieben und Schule zu kooperieren, auf eine dauerhafte Basis zu stellen. Ein ganz akutes Thema, das ich bei der Gelegenheit ansprechen möchte, auch mal vor einer größeren Fachöffentlichkeit. Im Moment sehen wir bei den Schulbehörden und den Verantwortlichen in einigen Ländern, vor allen Dingen in Süddeutschland, eine starke Tendenz, die Nutzung offener Ressourcen, die im Wirtschaftsleben gang und gäbe sind, ich nenne jetzt nur zwei beispielhaft, Zoom, Microsoft und so weiter, zurückzudrehen und zu sagen, im neuen Schuljahr dürfen Schulen nur noch mit landeseigenen Schulplattformen agieren. Und die, das ist ein offenes Geheimnis, bieten diese Kooperationsmöglichkeiten nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maße. Hier brauchen wir dringend Flexibilität und hier darf ohne einen Plan B kein funktionierender Plan A abgeschaltet werden. Und das gilt neben den beruflichen Schulen auch für die allgemeinbildenden Schulen, die auch mit externen Partnern zusammenarbeiten. Ja, wir haben jetzt auch schon öfter den Begriff der digitalen Ausstattung gehört. Herr Gizek, da würde ich Sie gerne fragen, also was würden Sie denn sagen, wie muss denn da die Zukunft aussehen? Was für eine digitale Ausstattung braucht es in Zukunft? Und vielleicht können Sie in dem Zuge auch was zu der IT-Beschaffungsstrategie sagen. Ja, sehr gerne. Also ich habe im Rahmen der Kommission ja erstmal festgestellt, dass wir überhaupt so eine Kommission haben. Und dass es ein Digitalpakt Schule gilt, zeigt ja, dass das Thema Digitalisierung angekommen ist in der Politik und in der Öffentlichkeit. Dass aber bis jetzt so wenig Gelder abgerufen sind, zeigt, in den Prozessen ist irgendwas nicht in Ordnung. Und mit der Idee einer IT-Beschaffungsstrategie Schule ist meine Idee, dass wir sagen, wir haben bundesweit einheitliche Standards in der IT-Ausstattung, in der Beschaffung und im Service. Wir haben zum Beispiel an den Hochschulen bundesweit einen einheitlichen WLAN-Standard mit Eduroam. Das heißt, jeder kann sich überall in der Hochschule, egal wo er ist, einloggen. Sowas wünsche ich mir für die Schulen. Wenn die Schulen schon ein bestehendes, gutes WLAN haben, wunderbar, dann haben sie zwei. Aber dass wir überhaupt überall dasselbe WLAN haben, das ist wichtig. Dann wünsche ich mir in der Beschaffung, dass wir sowohl Schüler- als auch lehrerseitig Standards haben. Das macht Bestellprozesse einfach und spart Kosten. Denn ich möchte einfach sicherstellen, dass jedes Kind
eine grundsolide IT-Ausstattung bekommt, egal in welchem Bundesland es lebt oder in welcher Stadt oder in welchem Dorf es zur Schule geht. Ja, das finde ich sehr wichtig. Und dann lassen Sie uns doch einen Augenblick träumen, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin die vielgeliebten Aufgabenzetteln, die man seit Jahrzehnten einfach kopieren kann, vielleicht mal zur Seite legt und mehr mit diesen modernen Techniken arbeiten, weil man sich traut, weil man weiß, man hat eine Hotline eingerichtet, die ist 7 Tage die Woche erreichbar, über 24 Stunden. Und wenn ich ein IT-Problem habe, kann ich da jemand anrufen. Und auch das sollte bundesweit virtuell aufgestellt sein, damit es egal ist, wenn ich Sonntagmittag als Lehrer oder Lehrerin anrufe, ob der Mitarbeiter jetzt in München sitzt oder in der Uckermark. Hauptsache, jemand kann mir weiterhelfen. Und warum habe ich diese Idee? Weil ich an einer Hochschule arbeite, der FOM, mit 50.000 Studenten, die bundesweit agiert. Und wir haben so eine zentrale Beschaffung. Und wir haben gerade in der Pandemie gezeigt, obwohl wir eine Präsenzuni sind und darauf sehr viel Wert legen, wie schnell wir umstellen konnten, weil wir nicht 20 Leute fragen mussten, sondern nur 2. Und die haben das schnell umgesetzt. Und ja, wir haben dann so ein Format wie Zoom gehabt. Da gibt es sicher Nachteile, bin ich voll und ganz dafür, dass wir auch Datensicherheit beachten müssen. Aber da bin ich bei Ihnen, Frau Dorn, erstmal einen Plan A umsetzen und einen Plan B nur, wenn wir wissen, dass er besser ist als A. Bin ich absolut bei Ihnen. Ja, also das ist ja die eine Seite, auf jeden Fall die IT-Ausstattung. Da hatte ich jetzt so das Gefühl, sind Sie sich auch alle einig, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber Frau Gabade, was sagen Sie, reicht das aus? Also das alleine, wenn ich jetzt eine super gute IT-Ausstattung habe, macht ja noch keinen guten Unterricht und keine gute Ausbildung aus. Also wenn wir vielleicht da auf die LehrerInnen blicken, was müssen Sie denn vielleicht drauf haben in dem IT-Bereich? Und da ja nicht nur auch was drauf haben, sondern auch Vorbild sein in einer gewissen Weise. Ja, da stimme ich absolut zu. Also die Ausstattung ist das eine, das ist auch, glaube ich, deutlich geworden. Und das, was wir in der Kommission auch sehr deutlich diskutiert haben, es ist eben schon mehrfach das Stichwort gefallen, der Pakt für berufsbildende Schulen. Und der umfasst eben nicht nur, ich sag mal, einen Digitalpakt für berufsbildende Schulen, der sich ja anlehnt dann auch an die Idee, die schon genannt worden ist, des Digitalpaktes Schule, sondern dass man da eben auch, ich sag mal, eine Verstetigung ermöglicht und dass man dann auch IT-Support an den Schulen hat, weil die Schulen eben sehr unterschiedlich sind. Also man muss eben schauen, ich sag mal, eine berufsbildende Schule für Kfz hat eben nochmal andere Anforderungen als die, wo andere Ausbildungsberufe da sind, und dann ist es eben vielleicht nicht mit einem Anruf getan, weil das WLAN nicht funktioniert, sondern es braucht auch Leute vor Ort, die vor Ort eine bestimmte Unterstützung herstellen, und auch das muss sichergestellt werden über einen längerfristigen Zeitraum. Wenn man aber an diesen Pakt für berufsbildende Schulen denkt, und das war die Intention eigentlich, wie wir das in der Kommission diskutiert haben, dann geht das weiter. Dann bedeutet es auch, dass man natürlich auch Fort- und Weiterbildungsprogramme für Lehrerinnen und Lehrer haben muss, auch schon in der Erstausbildung der zukünftigen Lehrkräfte, um eben zu sagen, es ist sehr stark verankert, dass das Thema des Lernens mit digitalen Medien natürlich, ich sag mal, eine Selbstverständlichkeit ist und damit auch das, was nach Möglichkeit einheitlich auch an den berufsbildenden Schulen und auch in Absprache mit den Betrieben da ist, dass das beherrscht, bekannt ist und dann eben auch gemeinsam inhaltlich weiterentwickelt werden kann. Und wenn wir dann noch weiter gucken, könnte man auch an länderübergreifende Plattformen denken, wo man dann auch einen Austausch hat, weil wir haben ja einheitliche Standards in der Berufsausbildung. Das heißt, wenn ich Kfz-Mechatroniker in München werde, habe ich die gleiche Prüfung, als wenn ich sie in Hamburg oder Berlin mache. Das ist im Abitur nicht der Fall, aber auch da arbeitet man ja weiter in der Allgemeinbildung. Und wenn wir darüber nachdenken, bedeutet es auch, man kann auch mit ähnlichen Materialien arbeiten und könnte überregional zusammenarbeiten und die Expertise, die in den Ländern vorhanden ist, natürlich dann auch auf ähnlichen Plattformen bündeln. Und dann geht es darum, auch weiter Netzstrukturen natürlich zu unterstützen, dass man regional, da wo es vielleicht keine Fachberufsschulen gibt, wie es vielleicht in Stadtstaaten häufiger der Fall ist, sondern Bündelberufsschulen, wo sehr viele Berufe angeboten werden müssen, um in der Fläche eben auch die Vielfalt der dualen Berufsausbildung anbieten zu können, dass es dort Kooperationen gibt mit anderen Partnern, um dann auch überregional ausbilden zu können. Und solche Punkte sind dann nochmal sehr kompakt eben in 10 Forderungen zusammengefasst worden. Und ich glaube, daran kann man sehr gut lesen, dass dieser Wille der gemeinsamen Weiterentwicklung da ist und da auch gute Ideen dafür da sind, aus dem vorhandenen Potenzial auch für die Zukunft wirkliche, ich sag mal,
Zentren zu machen in den berufsbildenden Schulen, die diesen besonderen Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt auch gewachsen sein werden. Ja, vielen Dank da auch für den Hinweis. Das hätte ich jetzt gleich auch gesagt, eben mit dem Pakt berufliche Schulen. Diese 10 Forderungen, wenn Sie da natürlich jetzt noch mehr wissen wollen, einfach gerne im Bericht nachlesen. Auf alle 10 Punkte können wir leider nicht eingehen. Einen Punkt, den ich auch noch sehr spannend fand, war eben auch externe IT-Kräfte mit einzubeziehen. Frau Belinski, möchten Sie da noch was ergänzen zu diesem Pakt berufliche Schule? Ja, würde ich sehr gerne, weil ein Punkt ist mir noch mal besonders wichtig, der jetzt nicht angesprochen werden konnte. Und zwar in dem Zusammenhang soll es auch eine Rekrutierungsoffensive geben. Das heißt, ich bin ja in der Lehrerbildungsausbildung sozusagen und dort haben wir auch einen gewerblich-technischen Bereich, der sehr wichtig ist, genau eben für diese Bereiche der Digitalisierung. Und es sind wenige Studierende und wenig Nachwuchs. Wir brauchen dringend Lehrkräfte für diesen Bereich und da haben wir ja unterschiedliche Initiativen jetzt schon über Seiten- und Quereinsteigerprogramme, die aber unbedingt standardisiert werden sollten, die unbedingt auch gleiche Qualitätsmerkmale aufweisen sollten und zunächst darauf basieren sollten, dass eben eine standardisierte Evaluierung auch mal stattfindet. Aber wir müssen das ausbauen. Wir brauchen aber auch, haben wir gesagt, eine Image-Kampagne. Und ein bisschen, finde ich ja schon, hat die Enquete-Kommission dazu beigetragen, die beruflichen Bildung so ein bisschen mehr Image zu verschaffen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise an die Berufsorientierung denke, nehmen wir mal die Berufsorientierung an Gymnasien, die wir ja auch voranbringen wollen. Wenn da die Schülerinnen und Schüler sagen, ach, ich möchte Lehrkraft werden, wird die Schulform berufliche Schule sehr wenig genannt. Da geht es um die Grundschule oder um die Sekundarstufe 1. Aber dass sie auch Lehrer, Lehrerin werden können an einer berufsbildenden Schule, da muss es schon einen Zusammenhang geben. Vielleicht einige, die auf dem zweiten Bildungsweg über die berufsbildende Schule das Abi gemacht haben und dann ins Studium eingestiegen sind. Also es ist sehr wenig bekannt. Und es hat auch vielleicht noch nicht so ein ganz gutes Image, weil ja Handarbeit vielleicht nochmal anders bewertet wird als Kopfarbeit. Also hier muss dringend auch im Rahmen der Berufsorientierung wirklich eine Image-Kampagne erfolgen. Also auch ein ganz wichtiger Punkt da, die frühe Berufsorientierung vor allem, die Sie ja auch fordern als Kommission. Ja, ja. Jetzt haben wir schon ganz viele Punkte gehört, Frau Dorn. Wie kann das dann vielleicht die Politik umsetzen? Also was würden Sie da fordern mit Blick auf die Politik in Bezug auf die Rahmenbedingungen eben für diese Lernorte? Wie kann das die Politik verbessern? Ja, da gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Wir sind da natürlich schon mitten im Prozess. Ich möchte nur ganz wenige Punkte nennen. Wir haben jetzt schon seit einigen Jahren die Initiative des Bundesbildungsministeriums Qualifizierung im digitalen Wandel, wo für die verschiedensten Zielgruppen, gerade auch in der beruflichen Bildung, Projekte aufgelegt werden. Wir haben vom IW und den Bildungswerken der deutschen Wirtschaft die Initiative Qualifizierung 4.0, speziell für Ausbilder, die sind jetzt im Gegensatz zu den Berufsschullehrern noch nicht so genannt worden, wo ein breites Spektrum von Modulen entwickelt wird, auch sehr konkret mit den Akteuren vor Ort im Design Thinking Prozess. Was brauchen die Ausbilder denn tatsächlich? Woraus möchten sie wählen können? Um dann auch wieder, je nachdem, mit welchen Berufen und mit welchen Azubis sie es zu tun haben und wie ihr eigenes Niveau ist in der digitalen Bildung, mit dem sie antreten. Was möchten sie denn noch dazulernen? Was möchten sie abrufen können, auch im digitalen Lernen, eingebettet in ihren Arbeitsalltag, ohne dass sie tagelang rausgehen und Kurse machen? Wir haben ein ähnliches Projekt der Kammern, MIKA, auch vom Bundesbildungsministerium gefördert. Also da tut sich viel und wir haben im Moment die Woche der Standard-Berufsbildpositionen. Die Eingeweihten wissen, was das ist. Das sind Berufsbildpositionen, die jeder Ausbildungsordnung vorangeschaltet sind. Und da haben wir jetzt auch ganz stark die digitalen Kompetenzen aufgestellt. Umgang mit Datenschutz, verantwortliche Recherche im Internet, Umgang mit Informationen, Dokumentation von Informationen und Kommunikation und vieles andere mehr. Das ist jetzt auch mal sehr systematisch aufgelistet und ist auch für Betriebe, die in Berufen ausbilden, für die diese Standard-Berufsbildpositionen jetzt noch nicht sofort gelten, vielfach eine sehr gute Orientierung. Denn Ausbildungsordnungen definieren ja immer nur den Mindeststandard. Sehr viele Betriebe machen sehr viel mehr, sowohl quantitativ wie auch qualitativ in der Ausbildung. Herr Giesek, möchten Sie an dieser Stelle vielleicht noch ergänzen, also gerade mit Blick auf die Lehrkräfte, auf die LehrerInnen, aber auch auf die AusbildungsleiterInnen, also was müssen die Ihrer Meinung nach auch vor allem in der Zukunft dann digital drauf haben? Also ich denke, jeder von uns allen, egal in welchem Alter er ist, kann sich doch noch immer an mindestens einen Lehrer oder eine Lehrerin erinnern.
So, ich erlebe das in meinen Vorlesungen in der Mathematik, dass einige Studenten fast traumatische Erfahrungen in der Schulmathematik haben. Und ich sehe mich manchmal im Hörsaal eher als Therapeut, denn als Hochschullehrer. Aber das Gute ist, das sind Ausnahmen. Ja, die meisten Lehrer und Lehrerinnen machen doch ihren Job gut. Und ja, wir haben junge Lehrkräfte, die vielleicht etwas IT-affiner sind, und wir haben ältere Lehrkräfte, die halt sagen, nee, mach's doch auch mal so. Ich finde beide Wege richtig. Ja, für mich sind halt Lehrer einfach Vorbilder. Und also ich habe noch Lehrer im Kopf, und ich denke, alles hier im Plenum hat auch noch den einen oder anderen Lehrer oder Lehrerin im Kopf, die ein Vorbild war. Meiner Meinung nach kann Empathie nicht durch IT ersetzt werden. Das funktioniert nicht. Ja, wir brauchen das. Und ich habe es gemerkt bei mir im Unterricht, wir haben relativ schnell umgeschaltet auf Online-Formate. Aber ich habe wirklich Studenten und Studentinnen im Sommersemester 2020 verloren. Einfach, weil wir keine Zeit mehr hatten für Gespräche vor Ort. Ja, in den Pausen oder mal draußen auf dem Unihof oder auch danach. Das ist so unglaublich wichtig. Ja, weil man dann auch mal über Themen reden kann, die nicht Mathematik heißen. Ja, und man merkt, der Lehrer ist ein Mensch. Ja, und nicht ein IT-Ungeheuer oder ein Zahlen-Nerd oder sonst irgendwas. Und das ist mir ganz wichtig. Wer glaubt, dass wir ohne IT-Ausstattung weitermachen können, so wie bisher, der täuscht sich. Aber wer glaubt, dass die IT-Ausstattung das einzige Heilmittel ist, der war schon lange nicht mehr in einem Unterrichtsraum. Okay, vielen Dank für diese Antwort. Frau Wilinski, Sie wollen da auch ergänzen? Ja, weil ich ja auch in der Lehrerbildung tätig bin. Und ich würde schon sagen, was schon sehr wichtig ist, ist auch ein bestimmtes Technikverständnis, nämlich eine ganzheitliche Sicht auf diese Technik und die Technik dann einzusetzen, wenn sie wirklich Mehrwert bringt. Also unter einem pädagogischen Gesichtspunkt das Ganze zu betrachten, das ist von besonderer Bedeutung. Und es ist auch wichtig, es als Querschnitt zu sehen, dass es in allen Gebieten, also nicht nur da, wo das berufliche Anwenderwissen gebraucht und umgesetzt wird, sondern beispielsweise, das berichten mir die Lehrkräfte aus den berufsbildenden Schulen, wir haben ein Problem damit, in den allgemeinbildenden Fächer die Digitalisierung hineinzubringen und da entsprechend methodische und didaktische Konzepte anzubieten. Das wäre mir nochmal wichtig, dass sich das in allem durchzieht und dass es auch darum geht, bei dem Technikverständnis eben nicht nur auf die, in der Berufspädagogik würden wir sagen, es geht zum einen um die Tüchtigkeit, um den Qualifikationsaspekt, aber auf der anderen Seite immer um die Mündigkeit. Und die digitale Mündigkeit, die brauchen wir bei den Lehrkräften, damit sie die auch entsprechend dann weiter vermitteln können an die Auszubildenden und an die Teilnehmenden. Ich würde auch noch mal ergänzen an die Ausbildungsvorbereitung. Es war eben sehr stark immer auf der Berufsausbildung hier diskutiert worden. Die Ausbildungsvorbereitung halte ich noch mal für sehr wichtig, weil sie ja die Grundlagen legt, um dann in eine Berufsausbildung einmünden zu können. Also die Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit. Und hier gehört die Digitalisierung genauso als Querschnitt hineingenommen und auch als Grundbildung. Jetzt habe ich noch mal zwei Themen, die ich ganz kurz noch mit Ihnen ansprechen möchte, auch wenn wir sie dann wahrscheinlich im dritten Panel vertiefen, bevor ich dann die Runde wieder öffne für die Fragen aus dem Publikum. Frau Gabade, zum Thema Gleichwertigkeit zwischen beruflicher Ausbildung und dem Studium, das haben wir jetzt ja gerade auch schon kurz angesprochen, und das ist ja auch ein Thema, was Ihnen als Enquete-Kommission allen sehr wichtig ist, das eben zu stärken. Wie kann denn diese Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung gestärkt werden? Also wie kann man das interessanter machen? Was haben Sie da für Ideen entwickelt? Naja, ich sag mal, die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung ist ja kein Selbstzweck, sondern wir müssen wirklich sagen, die Digitalisierung verändert die Anforderungen an die Arbeitswelt und damit auch an die Menschen, die in diesem Prozess der Arbeitswelt stehen. Und wenn wir dann schauen, wie können wir diese Menschen qualifizieren, idealerweise von der Berufsorientierung über die Berufsausbildung und weiter natürlich auch während des gesamten Lebensweges, dann kommt es darauf an, dass Bildungssystem und das akademische System so miteinander zu verzahnen, dass es diesen Anforderungen gerecht werden kann. Und das, was wir natürlich haben, ist, dass wir in einer sehr starken Versäulung nach wie vor unterwegs sind und so auch denken. Wenn wir aber den Mut haben, das von den Auszubildenden, von den Lernenden, sage ich jetzt mal übergreifend, zu denken, dann ist das, was häufig nachgefragt wird, etwas, was genau diese beiden Komponenten beinhalte, weil auch das nachher in der betrieblichen Unternehmenssituation häufig abgefragt wird, weil es diese starke Trennung zwischen, das ist Produktion und das ist kaufmännisch oder was auch immer, das ist nicht mehr die wirkliche Realität in Unternehmen oder nicht mehr in allen. Und darum ist es so wichtig, das in den entsprechenden Bildungsangeboten abzubilden. Das bedeutet, curricular
hinzugucken, wo gibt es Ähnlichkeiten, wo gibt es Verzahnungsmomente. Das ist, glaube ich, der Weg, der ein mutiges und innovatives Bildungsangebot abbildet. Und das sollten wir auch schauen, dass das, ich sage mal, mit dem Besten aus beiden Welten, wenn man es mal so sagen will, zusammenbringen können. Und da sind auch einige Beispiele eingebracht worden. Das ist auch im Bericht lesbar, dass man sagt, da kann etwas, ich sage mal, ausprobiert, erprobt und weiterentwickelt werden, um genau diesen neuen Anforderungen gerecht werden zu können und dadurch auch manche Bildungsbiografien im Bereich der Ausbildung auch zu verkürzen, weil man Doppelungen rausnehmen kann und trotzdem vielleicht diese beiden Abschlüsse, einen beruflichen und einen akademischen Abschluss, so zusammengebracht hat, dass man in der betrieblichen Situation bleiben kann. Auch diese Abbrüche, wir hatten es, dass Vertragslösungen dazukommen, dass vieles von diesen Themen vielleicht dadurch überwunden werden. Und ein ja wahrscheinlich sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ist wahrscheinlich gerade diese Berufsorientierung, die ja auch in der Schule stattfinden muss und früher sollte, wo man ja eben auch gerade die jungen Menschen noch erreichen kann und auch ja diese Gleichwertigkeit vielleicht da auch vermitteln kann. Frau Belinski, im Bericht ist ja auch die Rede von der Möglichkeit oder der Forderung, individuelle Wege in den Beruf zu ermöglichen. Was heißt das denn für Sie und warum ist das so wichtig? Ja, wichtig ist es deshalb, weil die Gesellschaft vielfältiger wird. Wir haben viele unterschiedliche Menschen, die, mit denen wir zusammenleben, die wir brauchen, die eine wichtige Ressource für unsere Gesellschaft darstellen. Und das müssen wir aufgreifen, weil wir sie auch brauchen, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln und auch als Fachkräfte natürlich brauchen. Und das heißt, wir müssen auch mit dem Berufsbildungssystem genau darauf eingehen, auf das, was die jungen Menschen mitbringen, was ihre Lernausgangslagen, ihre Lernbedürfnisse sind, sie aufgreifen, diese Potenziale aufgreifen und entsprechend auch sie darin unterstützen, das weiterzuentwickeln. Und das heißt, hier muss das Berufsbildungssystem agiler werden, haben wir heute Morgen schon gesagt. Das heißt, es muss individueller, es muss flexibler werden, durchlässiger, Anschlussfähigkeit bieten. Also alle diese Strukturelemente sind wichtig. Und das Schöne ist ja an Veränderungsprozessen, sie bieten immer Chancen auch, dass wir Sachen anpacken, die schon lange angepackt werden, hätten werden müssen und das auch sind, das muss man sagen, wenn man auf bestimmte, wir müssen ja in diesem Prozess auch immer überlegen, wo sind da Blockaden, wo sind da Hürden, die es vielleicht ja bestimmten Menschen oder Gruppen auch nicht ermöglichen, hier gesellschaftliche Teilhabe erlangen zu können. Und das ist jetzt auch die Chance, auch mit der Digitalisierung, dass wir das genau aufgreifen können und wir hier eine Chance haben, auch mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Chancengleichheit herzustellen. Und da würde ich gerne noch mal auf eins eingehen, weil das vorhin angesprochen ist mit der digitalen Ausstattung. Mir ist auch wichtig, dass die digitale Ausstattung jetzt nicht nur in den Gebäuden, in der Institution, in der Schulform stattfindet, sondern dass die Menschen auch damit ausgestattet werden. Also zum einen die Lehrkräfte brauchen alle ein hochwertiges Endgerät. Sie müssen mit dem Endgerät in jeden Unterrichtsraum gehen können, um dort zu arbeiten. Aber genauso sind es auch die Schülerinnen und Schüler, die Auszubildenden in der Ausbildung, aber auch die jungen Leute in der Ausbildungsvorbereitung, die meines Erachtens auch, und das hat was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, sie brauchen einen Zugang. Das hat was mit Inklusion zu tun, eine Zugänglichkeit herzustellen, auch zu den digitalen Medien. Und da gehört dazu, dass sie auch mit hochwertigen Endgeräten ausgestattet sind, um sie zum Nutzen fachlicher Kenntnisse, aber auch als Lerninstrument gut einsetzen zu können für sich. Und wir wissen, wir hatten auch Vertreter, Vertreterinnen von der Jugendsozialarbeit mit einbezogen in die Projektgruppe. Und da wird uns schon sehr deutlich nochmal geschildert, dass genau in ihren Angeboten, also das sind Angebote der Jugendhilfe oder das sind Angebote außerbetrieblicher Berufsausbildung, dass die jungen Menschen, die dort ausgebildet werden, eben nicht über diese Ressourcen verfügen. Sie kommen aus Familien, wo eben kein PC vorhanden ist, schon gar kein Drucker und schon gar kein entsprechender Internetanschluss. Und das muss zur Verfügung gestellt werden, damit wirklich alle mitgenommen werden in diesem Veränderungsprozess. Ja, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für Ihre aller Antworten. An dieser Stelle möchte ich wieder an Frau Lezes übergeben und ich sehe schon, sie hat schon wieder einige Zettel dabei. Da scheinen ja schon wieder viele Fragen per E-Mail gekommen zu sein. Was haben Sie denn für Fragen mitgebracht? Ja, Frau Lindner, ich habe hier zwei interessante Fragen von Yvonne Wiebke-Kramer.
ich glaube, ans gesamte Panel. Und ich denke auch, man kann die Fragen zusammen beantworten. Also das Thema Plattformen war ja eben schon mal angesprochen worden. Wie kann sichergestellt werden, dass derartige Kooperationsplattformen gemeinsam entwickelt werden? Und in die gleiche Richtung geht die Frage von Professor Dr. Thomas Köhler von der Technischen Universität Dresden. Welche Ansätze sehen Sie, das Potenzial der Digitalität zu nutzen, um die Kooperation zwischen Betrieb und Schule in der dualen Ausbildung zu stärken? Wer möchte antworten? Einmal Kooperationsplattformen und dann Digitalität und Kooperation zwischen Betrieb und Schule. Ich möchte auf das Stichwort Kooperationsplattformen antworten, weil zum Zweiten habe ich ja eben schon ein Statement abgegeben. Kooperationsplattformen sehr gerne, sehr wichtig, vor allen Dingen bitte von der ganzen Bundesregierung gemeinsam vorangetrieben. Aus unserer Sicht, aus Sicht der Wirtschaft, haben wir im Moment zwei starke Moves, einer vom BMAS und der BA, mit einer wirklich spannenden Plattformkonstruktion zur Berufsorientierung und zur Sichtbarmachung von Angeboten. Und mehr oder weniger parallel dazu ein Ansatz vom Bildungsministerium. Und das wünschen wir uns sehr in der kommenden Legislaturperiode, dass die Dinge auch zusammengeführt werden und dass man da ein Gesamtkonstrukt hat, wo alles zusammengeführt wird, was zusammengehört, wie es immer so schön heißt, und wo wir uns als Wirtschaft dann auch gut einklinken können. Ja, Frau Gabade, gerne ergänzen noch. Ja, ich würde das gerne auf das Stichwort dann nochmal Kooperation Betriebsschule. Da kommt es ja darauf an, wir haben diese Grundidee der Lernortkooperation in der dualen Berufsausbildung. Das heißt, dass die Betriebe, die Auszubildende in einem bestimmten Ausbildungsberuf haben, in die Kooperation mit der berufsbildenden Schule gehen, um eben zu schauen, wo sind bestimmte Ansätze, die unterstützt werden können, wie kann Zusammenarbeit verbessert werden. Und da natürlich dann auch zu schauen, wie kann diese betriebliche Kooperation möglichst, ich sag mal, berufsbildübergreifend auch gelingen. Das sind diese Orte in der Lernortkooperation, wo das diskutiert werden kann und wo man dann natürlich auch gemeinsame Entscheidungen treffen kann. Das Entscheidende, ich sag mal, in der Herausforderung wird sein, dass auch von der Ebene der einzelnen Schule, wo eben genau dieser Dialog, ich sag mal, in der Mikroebene stattfindet, das so weit rüberzuheben, dass das landesweit zum Beispiel einheitlich ist. Auch da haben wir wieder eine besondere Herausforderung eher in den Flächenländern, im Gegensatz vielleicht zu Stadtstaaten, wo da natürlich es viel leichter ist, in eine Einheitlichkeit zu kommen. Aber das Stichwort Lernortkooperation und dort das gemeinsam zu entwickeln, ist eigentlich der Ort, wo so etwas sehr gut stattfinden kann. Vielleicht. Ja, gerne. Ja, ich wollte das Thema Digitalisierung nochmal aufgreifen, weil ich denke, das ist eine Riesenchance, die wir nutzen können. Aber wir müssen natürlich auch sehen, wo machen wir das Ganze. Ich nehme nochmal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich werde in 2 Monaten in Hamburg für die Finanzverwaltung dort digitale Prüfungstechniken Mitarbeitern beibringen. Das heißt, ich habe Mitarbeiter vor mir sitzen, die sind teilweise so alt wie ich. Ja, und dem bringe ich mal wieder Digitalisierung bei, und dazu gehört es halt leider auch, weil dann wird mit Programmen und Ähnlichem gearbeitet, dass die seit ungefähr vermutlich 30 Jahren das erste Mal wieder von einem natürlichen Logarithmus hören. Ja, und dann mit schmerzverzerrten Gesichtern sitzen werden. Aber das gehört einfach dazu. Und wir müssen halt auch bedenken, das ist eine Riesenchance, weil wir müssen auch unterscheiden, sind wir in der Verwaltung oder sind wir im Unternehmen. Im Unternehmen wird Digitalisierung oft eingesetzt, um Kosten zu sparen. Ja, in der Verwaltung können Sie das nicht zwangsläufig, weil die Damen und Herren, die vor mir sitzen, sind alle verbeamtet. Ja, die können Sie nicht einfach sagen, wir ersetzen jetzt durch eine Software Ihre oder deine Arbeit, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen denen eine Chance finden, die neuen Anforderungen, die diese digitalen Prüftechniken ihnen bringen, dass sie die aufgreifen können. Und das hat auch Ursachen, dass die Lehrpläne teilweise immer noch zu alt sind. Die sind in diesen Berufen noch zu juristisch, genauso wie in anderen Berufen. Und die müssen einfach mehr und mehr in die Digitalisierung rein, sei es in der Medizin, sei es bei Apotheken oder sonst irgendwo. Da haben wir noch ganz viel vor uns, aber ich bin guter Dinge, dass wir mit dieser Enquete wirklich schon mal einen Startschuss gegeben haben, und das ist ein dynamischer Prozess. Ja, nur dass wir heute 600 Seiten abgeben, heißt nicht, für uns ist das Thema durch. Genau, das glaube ich auch, da steckt noch viel Arbeit drin. Ich habe noch eine Frage von Frau Dr. Maria Hackel vom Kompetenzzentrum Sozialpolitik des Caritas-Verbandes, und die geht an Frau Bilinski. Im ersten Panel sagte Frau Professor Kohlrausch, wir dürfen niemanden zurücklassen.
Wie kann dann das gelingen? Wir stellen gerade fest, dass unzählige Lehrstellen leer sind und andererseits so viele junge Menschen wie selten zuvor unversorgt sind. Vielleicht können Sie dazu noch eine Antwort geben. Ja, also einige Dinge sind ja schon angesprochen worden. Ich habe eben gesagt, wir brauchen eine Zugänglichkeit. Wir brauchen, aber vielleicht, wenn Sie jetzt den letzten Aspekt nehmen, bei der Berufsorientierung beispielsweise, sind ja die Lehrstellen angesprochen worden, die vielleicht noch nicht besetzt sind. Berufsorientierung muss das Ziel verfolgen, meines Erachtens, ausgehend von den jungen Menschen, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten erkennen. Das geht natürlich im praktischen Handeln, im Erfahren, aber begleitet, unterstützt natürlich auch durch digitale Medien. Und dass sie die Anforderungen der Arbeitswelt kennenlernen auf der anderen Seite und beides realisierbar miteinander abwägen. Und das ist ein langer Prozess, der nicht einfach aufhört, wenn Sie die allgemeinbildende Schule verlassen, sondern es ist ein längerfristiger Prozess. Deshalb ist Berufswahlkompetenz, der Erwerb von Berufswahlkompetenz so wichtig. Die jungen Leute entscheiden sich für einen Beruf und mit der Berufswahlkompetenz erwerben sie aber auch, sich immer wieder neu auf neue Situationen einstellen zu können und tatsächlich die abzuwägen und wieder Anpassungsfähigkeit zu erwerben sozusagen. Und deshalb muss es immer auch abgewogen werden, regional, wie ist das Angebot, welche Ausbildungen werden dort angeboten, wie sind die Interessen und Fähigkeiten und passt das auch, weil wir sonst wieder in eine Situation laufen, dass wir viele junge Leute haben, die Vertragslösungen haben und das ist in jedem Jahr immer mehr und dem müssen wir entgegenwirken. Also wir müssen das regional sehr deutlich betrachten, regionale Bildungsanalysen machen, weil die Ausbildungssituation ist jeweils unterschiedlich. Auch die Personen, die dort auf den Ausbildungsmarkt kommen, die sieht jeweils ganz unterschiedlich aus. Vielen Dank, Frau Belinski. Ich kann dann nur für das betriebliche Praktikum werben. Ich habe selbst zwei erwachsene Kinder und ich habe die in mehrere Praktikas in ihren Schulferien geschickt, bis sie dann irgendwann gesagt haben, Mama, ich weiß jetzt, was ich werden will. Bitte hör jetzt auf. Also das ist schon eine tolle Sache. Ja, dann wer möchte noch gerne eine Frage aus dem Publikum stellen? Sind alle... Ja, sind alle begeistert und keine Fragen. Wir hören dann lieber zu. Wir sind auch schon ein bisschen in Verzug. Dann würde ich doch sagen, dann machen wir jetzt weiter. Dankeschön. Genau, super. Vielen, vielen Dank an der Stelle an Sie vier. Und Sie sind ja hoffentlich wahrscheinlich auch noch im Anschluss da. Wenn dann dem Publikum noch eine Frage einfällt, gerne einfach dann noch im Anschluss hier an diese vier Panel-Teilnehmer des zweiten Panels richten. Vielen Dank. Schön, dass Sie hier auf der Bühne waren. Dankeschön. So, jetzt wird hier wahrscheinlich wieder ganz kurz gereinigt. Wenn Sie den Übergang im Stehen machen können, können wir die Tische befahren. Genau, damit kommen wir jetzt auch schon zum dritten Panel. Und wie ich ja angekündigt habe, da geht es jetzt um die Rahmenbedingungen. Wie sichern wir die Aus- und Weiterbildung in der digitalen Arbeitswelt? Ich denke, was heute auf jeden Fall schon deutlich geworden ist, wie wichtig die berufliche Ausbildung für Deutschland und für die Zukunft von Deutschland ist. Denn sie ermöglicht zum einen gesellschaftliche Integration und zum anderen sichert sie auch den Bedarf an Fachkräften, von dem ja so oft die Rede ist und den wir ja dringend weiterhin brauchen. Damit das auch weiterhin so bleibt, braucht es natürlich hier ein festes Fundament für die berufliche Ausbildung, also für diese duale, aber auch für die schulische Berufsausbildung. Im letzten Panel möchten wir nun deswegen genau darüber sprechen und zum Beispiel auch, wie das Ganze denn finanziert werden kann. Und da gab es wirklich öfter mal geteilte Voten, also da waren sich die Fraktionen nicht immer so einig, wie das denn alles finanziert werden kann. Und deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt auf das dritte und letzte Panel. Wir wollen darüber sprechen, eben auch zum Thema Weiterbildung, denn wie wir ja auch schon jetzt so ein bisschen mitbekommen haben, das wandelt sich ja auch durch das Leben begleitende Lernen, was auch im Zuge der Digitalisierung immer wichtiger wird. So, hier hinten, das sieht jetzt so aus, als ob alle wieder vorbereitet sind und genau, vielen Dank dafür. Ich darf für dieses nächste Panel ganz, ganz viele GästInnen nochmal zum letzten Mal begrüßen. Als erstes darf ich Dr. Achim Derks hier auf die Bühne bitten. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Er war Teil der Projektgruppen zu Anforderungen an die Ausbildung in Betrieb sowie zum Thema Attraktivitätssteigerung. Hallo und herzlich willkommen. Applaus
Als nächstes darf ich Frau Jasmin Fahimi hier auf die Bühne bitten. Sie ist Chemikerin und seit 2017 für die SPD im Bundestag. Fast 15 Jahre war sie in der Gewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie tätig. Und in der Enquete-Kommission ist sie als Obfrau der SPD dabei. Außerdem ist sie Vorsitzende der Projektgruppe Weiterbildung, duales Studium und lebensbegleitendes Lernen. Also hier auf jeden Fall auch sehr, sehr richtig, natürlich wie alle anderen hier für dieses dritte Podium. Und sie war auch in den Projektgruppen zur Finanzierung und zu den Herausforderungen der Digitalisierung. Schön, dass Sie da sind. Außerdem darf ich begrüßen Frau Elke Hanak. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes und Mitglied der Steuerungskreis der Allianz für Aus- und Weiterbildung. Sie war Mitglied der Projektgruppe zu Herausforderungen der Digitalisierung und in der Projektgruppe zu und Übergänge. Herzlich willkommen. Außerdem darf ich begrüßen Herrn Dr. Hans-Peter Klöß. Er ist Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Dort sind und waren seine Schwerpunkte die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Auch er war in der Projektgruppe zu Herausforderungen der Digitalisierung sowie in zwei weiteren Projektgruppen gleich, nämlich noch Finanzierung und Weiterbildung. Und dann ziehe ich jetzt mal kurz auf den Äußeren, dass wir alle quasi rechts von mir sind. Und ich darf noch die letzte Person hier oben begrüßen. Das ist Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Er ist Doktor der Volkswirtschaftslehre und seit 2018 Sprecher für Arbeitsmarktpolitik der Fraktion 90 Die Grünen im Bundestag. In der Kommission war er in den Projektgruppen Finanzierung und Weiterbildung mit dabei. Hallo und herzlich willkommen an Sie fünf hier. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wie die Lernorte der Zukunft aussehen sollten und müssen, auch um eben ja die Ausbildung der Zukunft zu gewährleisten. Die Frage, die ja jetzt noch bleibt, welche rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen brauchen wir dafür? Was fordern Sie da? Frau Fahimi, möchten Sie das gleich mal beantworten? Ja, ich versuche mal einen kleinen Aufschlag zu machen für die Diskussion. Vielleicht zwei Aspekte. Den einen aufgreifend aus dem vorherigen Panel, die Frage, die da kam, wie kommen denn jetzt eigentlich Ausbildungsplätze und Auszubildende zusammen? Ich kann nur empfehlen, die bundesweiten Durchschnittszahlen helfen uns nicht sehr viel weiter. Die Lage in der Bundesrepublik ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und die Vorstellung, dass jemand in Brandenburg oder aus Mecklenburg-Vorpommern mal ebenso einfach nach Baden-Württemberg umsiedelt, um dort eine Ausbildung aufzunehmen, ist unter den heutigen Rahmenbedingungen, das soll ja jetzt Thema sein, einfach verhältnismäßig unrealistisch, um es mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, ich möchte gerne ansetzen, zum einen an dem Punkt, wie können wir eigentlich die Eigenständigkeit der Jugendlichen stärken, ihre Mobilität stärken. Dazu müssen wir einfach auch sie finanziell besser ausstatten. Das hat was mit Ausbildungsvergütung zu tun. Da haben wir ein bisschen was gemacht in dieser Legislatur. Das reicht aber auch nicht, um wirklich seine Existenz zu sichern. Und ich glaube, wir brauchen deswegen halt sowohl mehr physische als auch digitale Mobilität. Ich bin für die Einführung einer digitalen Lernmittelfreiheit, was die Endgeräte angeht, aber auch was eine Azubi-Datenflat angeht. Und ich glaube, wir müssen vor allem das Thema junges Wohnen nach vorne bringen, also mit einem Bundesprogramm für studentisches und auszubildenden Azubi-Wohnheim stärken, dass diese Mobilität einfach auch für junge Menschen realistisch wird, wenn sie denn dazu bereit sind, diesen Ortswechsel auch vorzunehmen. Ich glaube aber, wenn man eben perspektivisch denkt, wir haben das heute hier schon sehr stark gehört, dann müssen wir vor allem auch junge Beschäftigte in ihrer Lebenslaufbahnplanung stärken. Wir müssen das stark machen, dass wir das eigentlich schon in der Ausbildung anlegen, dass es weitere Schritte bedarf, dass es weiterer Planung bedarf und dass das nichts Schreckensvolles ist, sondern dass es eine Chance zur Selbstbestimmung und zur weiteren Entwicklung seines Lebens ist. Das heißt, kein Abschluss ohne Anschluss. Das heißt aber auch, wir müssen in der Weiterbildung die Finanzierung deutlich stärken. Und ich greife insbesondere die Säule des individuellen Rechtsanspruchs auf Weiterbildung heraus. Wenn wir das ernst nehmen, dann muss uns eins klar sein. Bildungsfragen sind immer auch Verteilungsfragen.
Und das heißt, dass die Weiterbildungszugänge und Chancen in diesem Land leider nicht gleich verteilt sind. Und ich möchte deswegen gerne in einem Erwachsenenweiterbildungsgesetz eine eigene Bildungsgrundabsicherung einführen, die unabhängig von dem, was ich gelernt habe, für 3 Jahre eine Grundabsicherung sicherstellt, um ein Studium abzuschließen, um eine zweite Ausbildung zu machen, um eine Fortbildung zu machen, eben echt selbstbestimmt von den Leuten selbst. Und ich glaube, das würde eine andere Kultur in dieser Republik schaffen. Herr Strengmann-Kuhn, würden Sie da zustimmen oder welche weiteren Punkte würden Sie vielleicht sehen bei der Frage nach eben den rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen? Ja, Sie haben ja gesagt, ich bin arbeitsmarktpolitischer Sprecher bei uns in der Fraktion und Volkswirt und ich habe so einen arbeitsmarktpolitischen Blick vor allen Dingen auf die Entwicklung und die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt massiv verändern und wir als Grüne denken natürlich auch den ökologischen Wandel mit. Wenn man beides zusammendenkt, werden ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen in den nächsten Jahren. Es werden aber auch ganz viele Arbeitsplätze wegfallen. Und dieser Prozess, der muss tatsächlich stärker strukturiert und hinterlegt werden. Deswegen bin ich dabei bei Jasmin Fahimi, wenn es um das individuelle Recht auf individuellen Rechtsanspruch auf Weiterbildung geht. Gerade diese individuelle Weiterbildung wird wichtiger werden, weil die Menschen sind nicht mehr ihr ganzes Leben lang in einem Unternehmen, sondern gerade in diesen wechselhaften Zeiten wird es auch Wechsel geben von einem Unternehmen ins andere. Ansonsten sind die Betriebe ja zuständig für die Weiterbildung, aber hier gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung, deswegen individuelles Recht auf Weiterbildung und das muss aber auch ermöglicht werden durch eine finanzielle Absicherung, weil auch das ist richtig von Jasmin Fahimi gesagt worden, Weiterbildung ist jetzt eher so, dass es die Ungleichheit verstärkt, weil sich eher die Leute weiterbilden, die schon gebildet sind oder die mehr Einkommen haben. Wir müssen es aber auch den Menschen stärker ermöglichen, die nicht so stark gebildet sind, die nicht so ein hohes Einkommen haben. Deswegen fordern wir Grünen, schlagen vor, ein Weiterbildungsgeld, was großzügiger ist als das Arbeitslosengeld, damit es sich auch für Arbeitslose lohnt, aber eben auch für Erwerbstätige, so eine Weiterbildungsphase zu machen, um sich neu zu orientieren, um ihnen mehr Möglichkeiten zu schaffen in dieser sich wandelnden Welt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über die digitalisierte Arbeitswelt der Zukunft reden. Ich hatte es ja gerade schon angekündigt, auch am Ende von Panel 2, dass wir jetzt in Panel 3 auf jeden Fall auch nochmal eben über das Thema Attraktivität der beruflichen Bildung sprechen. Und da sind ja die Punkte, die Sie jetzt gesagt haben, also diese Garantie zum Beispiel auf Weiterbildung oder was wir vorher schon gehört haben, auch die Ausbildungsplatzgarantie, sind ja da auf jeden Fall Themen, die Sie diskutiert haben. Frau Hanack, was würden Sie denn sagen, wie kann denn berufliche Bildung attraktiver werden? Was sind da Punkte, die Sie gemeinsam besprochen haben, aber auch vielleicht Punkte, die Ihnen sehr, sehr wichtig sind? Ja, also die Stichworte haben Sie genannt. Ich glaube, das Recht auf Weiterbildung würde uns schon insgesamt auch weiterhelfen. Ich verstehe da auch manchmal nicht diese so ein bisschen dieses Dagegenreden, weil in der Enquete waren wir uns eigentlich alle einig, dass das lebensbegleitende Lernen sozusagen der Schlüssel ist, um diese grundlegenden Umwälzungen, vor denen wir stehen, bewältigen zu können. Und wie besser als durch ein Recht auf Weiterbildung kann man das verwirklichen? Das muss ich einfach fragen. Das würde helfen, die Ausbildungsplatzgarantie war etwas, was kontrovers diskutiert wurde. Auch da sage ich, das wäre eine Win-Win-Situation, sowohl für die Betriebe als auch für die jungen Leute. Viele Jugendliche sind gerade jetzt in der Pandemie zutiefst verunsichert. Und wir sehen auch, dass sich weite Teile der jungen Leute aus der dualen Ausbildung zurückziehen. Und hier ein absolut deutliches Signal zu setzen von der Politik, wir geben euch die Garantie, dass ihr eine berufliche Ausbildung bekommt und dass ihr sozusagen von der Schule den Übergang meistern könnt und Perspektiven habt für die Zukunft. Das wäre das Richtige. Und die Betriebe würden doch auch profitieren. Ich meine, wir sehen das doch gerade jetzt in den 20ern, wenn die ersten Babyboomer-Generationen in die Rente gehen. Dann fehlen den Betrieben die Fachkräfte, und zwar gut ausgebildete Fachkräfte. So, und da muss man sagen, da werden wir die Lücke, die das Ganze in den Arbeitsmarkt schlägt, ja nicht durch Zuwanderung allein lösen können, sondern jetzt ist die Zeit, wo wir sagen müssen, wir müssen uns um jeden einzelnen jungen Menschen kümmern, der eine Ausbildung will, der fähig ist, eine Ausbildung zu machen, dem müssen wir eine Ausbildung zur Verfügung stellen. Und auch das wäre wirklich eine echte Win-Win-Situation. Da müssen wir alle abholen, auch die Hauptschülerinnen und Hauptschüler.
denen ja, Bettina Kohlrausch hat es am Anfang gesagt, die ja gerade mal zur Hälfte überhaupt den Sprung von der Schule in die Ausbildung schaffen. Da rede ich noch nicht mal von den noch leistungsschwächeren eventuell oder Menschen, die gewisse Einschränkungen haben, auch eine vollqualifizierende Ausbildung im ersten Schritt zu machen. Wir müssen alle mitnehmen, jeden Einzelnen. Das geht nur über eine Ausbildungsplatzgarantie. Und für die Beschäftigten, die schon ausgebildet sind, brauchen wir das Recht auf Weiterbildung. Hm. Ja, das eine ist ja wahrscheinlich, diese Personengruppe eben in die Ausbildung zu bekommen, die eben, wie Sie gerade sagen, vielleicht keinen Abschluss haben oder sich da sehr, sehr schwer tun. Auf der anderen Seite geht es ja auch darum, die Attraktivität zu steigern bei eben jungen Menschen, die eben vielleicht sogar Abitur haben und eigentlich studieren könnten. Herr Klöß, was wären denn da Punkte, die Ihnen einfallen oder die Sie noch so im Kopf haben aus der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen hier in der Kommission? Also wie kann da die berufliche Ausbildung auch einfach gleichgestellt werden mit der akademischen und vielleicht gerade auch im Bereich der Berufsorientierung am Gymnasium? Also wie kann das da attraktiver werden und auch für die jungen Menschen in dem Kopf vielleicht auch gleichgestellter werden. Ja, vielen Dank. Bevor ich da vielleicht direkt darauf eingehe, nochmal einen kleinen Vorspann. Wir können ja in der Befundung, glaube ich, durchaus nah beieinander sein. Sind wir auch. Und das Schöne an der Kommission war ja, dass man aus einer ähnlichen Befundung vielleicht zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen kann. Das will ich gerne hier auch versuchen zu akzentuieren. Bin ähnlich wie Herr Strengmann-Kuhn auch Volkswirt. Und auch von der Arbeitsmarktseite her kommend. Und wir haben Strukturwandel und ich will die drei, ich sag mal, Wettbewerbsdisziplinen für die berufliche Bildung mal kurz schildern. Der erste Wettbewerb, in dem sich die berufliche Qualifizierung befindet, ist der Strukturwandel. Und der ist nicht nur mit Digitalisierung umschrieben, der hat auch zu tun mit Dekarbonisierung. Wir befinden uns in einem wirklich beschleunigten Strukturwandel. Wir haben die Demografie, meine Damen und Herren, die hinzukommt. Und wir haben auch manchmal so Tendenzen zur Deglobalisierung. Alles das stellt die berufliche Qualifizierung vor multiple Herausforderungen. Ad 1. Ad 2, die berufliche Bildung steht in einem, ich sage es auch mal ganz bewusst, Attraktivitätswettbewerb mit der akademischen Bildung. Und wir wissen alle, auch wenn wir nicht Soziologen sind, Distinktionsmerkmale sind enorm bedeutsam für Berufswahl. Und die wird ganz maßgeblich auch von Eltern getrieben. Bei zunehmenden Akademisierungsgraden ist natürlich die Empfehlung der Eltern häufig, na, geh mal lieber in die akademische Ausbildung. Und das müssen wir bitte auch für die Finanzierung von Bildungssystemen mitführen. Denn wir finanzieren in Deutschland die akademische Ausbildung zu deutlich, deutlich größeren Teilen überwiegend öffentlich, während die private, die berufliche Qualifizierung zu höheren Anteilen privat finanziert wird. Und wir finanzieren sozusagen die Ausgebildeten über den akademischen Zugangsweg, während wir in der betrieblichen Ausbildung das als zum Teil jedenfalls private Investitionen haben. Da müssen wir dran ansetzen. Der dritte Punkt ist, die berufliche Bildung ist in einem Attraktivitätswettlauf mit den Geschäftsmodellen. Silicon Valley kennt keine duale Ausbildung, macht trotzdem die Pace international und die Geschäftsmodelle wirken durch in ökonomische Prozesse, die dann auch mit sozialen Prozessen einhergehen. Auf diese drei Punkte müssen wir, finde ich, Antworten finden. Und die können so aussehen, wie Frau Fahimi, Herr Strengmann-Kuhn und Frau Hannack die geschildert haben. Die können aber auch darauf hinauslaufen, dass wir sagen, wir sind nicht an einem Defizitbefund der beruflichen Qualifizierung in Deutschland, hängen wir an, aber wir hängen einem Bild an, wo es Herausforderungen gibt. Und die Frage ist, ob wir für diese Bewältigung der Herausforderungen einen Systemwechsel brauchen, eine Art Erwachsenenbildungsförderungsgesetz mit Freistellungsansprüchen, mit Bildungsgrundeinkommen, mit Arbeitsversicherung oder ob wir sagen, wir können das im Rahmen des bisherigen Systems hinkriegen. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir das schaffen, weil wir auch die Förderkulisse in der Weiterbildung namentlich durch das Arbeit-für-Morgen-Gesetz, das Qualifizierungschancengesetz, das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz und so weiter verbessert haben. Ich glaube, wir schaffen es sehr gut im Rahmen des bisherigen Systems, sozusagen innerhalb des Systems, weitere Entwicklung vorzunehmen und mal ein paar Instrumente auf den Prüfstand zu nehmen, die wir vor 20 Jahren schon mal diskutiert haben. Das Thema Bildungssparen, das Thema Zeitkonten für die Qualifizierung einzusetzen, das sind vielleicht doch Ideen, die nach vorne führen, wozu wir nicht den Systemwechsel brauchen. Dankeschön. Frau Fahimi, dazu direkt. Naja, jetzt wollte ich Herrn Derks nicht vorgreifen, aber wenn Sie mich schon aufrufen. Ich will nur zumindest diesen einen Punkt aufgreifen. Ich habe gesagt, Bildungsfragen sind auch Verteilungsfragen. Und diese Art der Logik, wir machen Ansparkonten, wir privatisieren dieses Thema, anstatt es gesellschaftlich zu beantworten für alle,
ist genau das, was die Lücke zwischen denen, die schon haben, und denen, die eigentlich noch mehr Bildung brauchen, noch größer werden lässt. Sie wollen am Ende des Tages eine Lösung, in der diejenigen, die halt schon ein hohes Ausbildungsniveau, die schon ein hohes Einkommen haben, die Flexibilität und auch sozusagen den Fachkräftemangel, also die gewollt sind in den Betrieben, die können sich das alles leisten. Aber die, die es am meisten brauchen, die werden es sich nicht leisten können. Sie sind nicht in der Situation, sie arbeiten vielleicht nicht in Betrieben, in denen es gute Mitbestimmung gibt. Und deswegen bleiben die auf der Strecke und das ist für mich keine Alternative. Ja, Herr Derk, Sie können da gerne an die Punkte, die bisher schon genannt wurden, auf jeden Fall anschließen. Und dann fände ich es sehr schön, wenn Sie auch im Anschluss daran direkt kurz was zum Thema beruflicher Austauschdienst sagen. Denn das ist ja auch ein Punkt, ja, der vielleicht das Studium auch die Attraktivität steigert, eben Erasmus zu machen, da mal diese Austauschmöglichkeit zu haben. Und das wäre sehr schön, wenn Sie da in Bezug auf die Ausbildung auch drauf eingehen, aber gerne auch noch zuvor auf die anderen Themen, die schon im Raum waren. Ja, Vorlagen habe ich ja jetzt genug bekommen. Von daher werde ich mal ein paar Stichworte aufgreifen. Wir sind jetzt so schön bei den Schlagworten. Ich sage mal, Ausbildungsgarantie ist eine Diskussion, die haben wir seit Jahrzehnten. Ich versuche immer, das Ganze mal runterzubrechen und zu erden. Denn am Ende des Tages, wir sind uns im Befund einig, keiner darf verloren gehen. Aus demografischen Gründen, Fachkräftemangel, auch aus gesellschaftspolitischen Gründen. Wir müssen uns auch gemeinsam kümmern, ist kein privates Thema. So weit, so gut. Ich glaube, da kann man einen Haken dran machen. Die Frage ist nur, was machen wir denn konkret? Ich würde ja sagen, das, was wir in der Allianz für Aus- und Weiterbildung machen, ist eigentlich das, was man unter Chancengarantie eigentlich sinnvoll anbieten kann, was auch individuell hilft, weil es nämlich darum geht, demjenigen, der sucht, zu unterstützen, zu schauen, wie ist die individuelle Situation, welche Angebote kann man in der Region machen, ist derjenige schon so weit, dass er in der Ausbildung klarkommen wird, braucht er vielleicht noch sozusagen eine Vorbereitung, ist es besser, er macht noch einen Schulabschluss. Genau das machen wir dort. Und wir versuchen, Pfade in Ausbildung hinzubekommen. Ich sage mal, eine Ausbildungsgarantie kann es schon so lange nicht geben, solange es keine Ausbildungspflicht gibt. Also es sind immer zwei, die zusammenkommen müssen. Von daher ist sozusagen genau die Frage, was ist der richtige Weg? Und es gibt zwei Gründe, warum ich sozusagen dieses Stichwort so gefährlich finde. Zum einen, weil es eben junge Menschen auch dazu führt, vielleicht Ausbildungsangebote anzunehmen jenseits der Betriebe, die gerade nicht die Chancen verbessern, die genau das Gegenteil sozusagen von einer guten Perspektive beinhalten. Das ist das eine. Und das andere ist auch ein systemischer Grund. Wir sind sehr gut damit gefahren, wir fahren sehr gut damit, dass wir eine große Verantwortung der Betriebe haben, mit viel finanziellem Aufwand. Im Ausland schütteln immer alle den Kopf, wenn man sagt, die Azubis bekommen eine Vergütung in Deutschland. Selbst die Gewerkschaften im Ausland schütteln da immer den Kopf. Das ist ganz interessant. Und wir kommen in die Gefahr, dass so ähnlich wie wir so eine ähnliche Entwicklung haben wir übrigens schon beim Thema Bachelorstudiengänge, dass man natürlich sich die Frage stellen kann, lasse ich es denn lieber, wenn sozusagen außerbetrieblich ausgebildet wird. Also wir haben eine große Gefahr, dass da ein System insgesamt ins Rutschen gerät. So viel vielleicht mal zu dem Thema. Zum Thema Weiterbildung, auch da nur ein kurzer Hinweis. Auch da haben ja alle gesagt, es ist so vielfältig, so individuell, die Anforderungen, die Veränderung ist so groß. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Klimawandel, dadurch Veränderung auch der Prozesse, dass auch da mit einem einfachen sozusagen Stichwort, wir machen jetzt mal ein Recht auf Weiterbildung, wenn ich weiterkomme. Herr Klöß hat auch die vielen Gesetze genannt, deren Überschriften er besser und Titel besser im Kopf hat als ich. Deshalb versuche ich sie gar nicht zu wiederholen. Auch hier gilt ja. Es kann nicht sein, dass es Sache des Einzelnen bleibt, alleine. Aber wir haben natürlich auf der einen Seite die Angebote der Bundesagentur, wenn es wirklich sozusagen um Umschulung und Arbeitslosigkeit geht oder konkrete Vermeidung auch der Arbeitslosigkeit. Wir haben aber auch ein Riesenfeld, und das ist im Zweifel 10 bis 20 Mal größer, der beruflichen Weiterbildung, die jenseits sozusagen der öffentlichen Maßnahmen stattfinden, nämlich in den Betrieben. Und da geht es darum, glaube ich, dort sozusagen die Geringqualifizierten zu erreichen, ist nicht in erster Linie eine Frage des Geldes, sondern ist vielfach auch eine Frage, wie führe ich Menschen heran. Es gibt viele Unternehmen, die sich diese Frage jeden Tag stellen. Wie schaffen wir gerade diejenigen, die seit 20 Jahren nicht mehr in Bildungsaktivitäten waren, dahin, diesen Weg mitzugehen? Und da scheitert es in aller Regel nicht daran, dass die Kosten für die Weiterbildung zu hoch werden, sondern dass es auch eine mentale Hürde ist. Und darum sich zu kümmern, durch bessere Beratung, entweder durch die Arbeitsagentur, durch eine Kammer, durch eine Gewerkschaft, ist ganz wichtig. Wir brauchen mehr Transparenz, so ein bisschen sozusagen Guidance durch den Urwald. Da können wir gemeinsam noch weiter gut dran arbeiten. Und wir brauchen natürlich auch eine
bessere Förderung. Da geht es mir nicht darum, dass jeder das alleine bezahlt. Aber ich sag mal, ich bin zum Beispiel ein Fan davon, warum kann man eigentlich, Herr Born mag es verzeihen, warum kann man nur seine Handwerkerrechnung von der Steuerschuld abziehen? Warum nicht auch seine Weiterbildungsrechnung beim Arbeitgeber? Der kann die betriebliche Altersvorsorge verrechnen mit seinen sonstigen Steuerpflichten. Warum nicht auch dort noch etwas hinzufügen? Also es gibt viele Ansatzpunkte, auch jenseits sozusagen dieser einfachen Lösung, Rechtsanspruch hier und alles privat dort. Und damit komme ich jetzt zu der sozusagen ergänzenden Frage nach der Attraktivität. Da haben wir ja viel auch schon heute in den Runden vorher gehört. In der Tat müssen wir uns um alle kümmern, sowohl um diejenigen, die sozusagen sich schwer tun, den Einstieg zu finden. Aber dieses Thema Deutscher Beruflicher Austauschdienst war, glaube ich, deshalb ein wichtiges Thema in der Enquete, weil das auch so ein bisschen zur Gleichwertigkeit, auch zur sozusagen gesellschaftlichen Anerkennung dazugehört, dass Auslandsaufenthalte nicht nur ein Thema sind für Studenten, da machen es weit über ein Viertel, sondern dass das auch zur Selbstverständlichkeit wird für Azubis. Das ist nicht trivial, weil sozusagen die Hochschulsysteme vergleichbarer sind als die berufliche Bildung. Aber umso mehr müssen wir uns darum kümmern. Und das hat bislang eine extreme Schlagseite. Wir haben zwar Förderprogramme, die sind auch sozusagen gut angelegt. Das funktioniert auch, aber es ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es immer nur punktuell stattfindet. Und hier sozusagen mehr zu tun wäre, was für die jungen Menschen, die ihre persönlichen Kompetenzen erwartet, die Betriebe hätten was davon. Internationalisierung wird immer wichtiger. Europäische Integration, weiteres Thema. Wissen wir, wie schwierig das ist. Da helfen nun mal menschliche Kontakte auch am meisten. Also ich glaube, das wäre wirklich gut angelegtes Geld auf der einen Seite und es wäre auch gut angelegte sozusagen Hirntätigkeit, dann nochmal bessere Modelle zu entwickeln, die dann auch funktionieren, sodass wir über diese kleinen einstelligen Prozentzahl hinauskommen, die bislang aus der Ausbildung raus oder während der Ausbildung oder kurz danach wirklich einen Auslandsaufenthalt macht. Und das ist sozusagen in dem Potpourri, glaube ich, ein ganz wichtiges Element neben der sozusagen der Durchlässigkeit, neben dem Hinweis auf die Chancen, die sich in der Fortbildung, in der Weiterbildung auch noch bieten und all den anderen Dingen, über die wir in der Enquete gesprochen haben, zur Abrundung, um so ein bisschen aus so einer Schieflage rauszukommen. Berufliche Bildung ist nur sozusagen die zweite Geige, gehört das mit dazu. Und da haben wir ja auch viele andere Themen in der Enquete angesprochen. Vielen Dank. Mhm. Ja, ich hatte es ja schon auch in der Anmoderation angekündigt, dass gerade bei den Themen jetzt hier von Panel 3 es einige geteilte Voten gab, also wirklich, wo Sie sich auch nicht auf eine Lösung quasi einigen konnten als Kommission. Und ein Thema war ja hier verschiedene Ansichten zur Frage der Ausbildungsreife versus der Berufswahlkompetenz. Herr Strengmann-Kuhn, können Sie das vielleicht ganz kurz mal erklären? Also was ist da der Unterschied zwischen der Ausbildungsreife und der Berufswahlkompetenz und ja, könnte da eine Lösung aussehen? Also im Bericht wird ja dann irgendwie die Ausbildungsstartkompetenz genannt. Können Sie dazu kurz was sagen? Da fragen Sie ehrlich gesagt den Falschen. Wie gesagt, ich bin ja der Arbeitsmarktpolitiker und das ist eher was für die BildungspolitikerInnen, die dazu was sagen können. Also meine Schwerpunkte waren, wie gesagt, Weiterbildung und Finanzierung, wo es ja auch unterschiedliche Voten gab. Deswegen würde ich die Frage gerne an Kolleginnen und Kollegen weitergeben. So machen wir es und dann kriegen Sie nachher noch mal eine andere. Perfekt. Wer möchte dazu antworten? Frau Hanack. Ja, das war also schon eine sehr intensive Debatte, weil bei uns ja, wir haben ja einen Ausbildungsreifekatalog bei der Bundesagentur für Arbeit, etwas über 80 Seiten lang. Und diese Ausbildungsreife wurde anhand ganz vieler Kriterien festgestellt. Und beteiligt an dieser Ausarbeitung des Katalogs waren seinerzeit, das war irgendwie in den 90ern oder so Anfang der 90er Jahre, die Arbeitgeberverbände und die BA. Das heißt, da waren auch wir als DGB-Gewerkschaften gar nicht beteiligt, obwohl wir in der beruflichen Bildung Sozialpartner sind und, sage ich auch dazu, die Sozialpartnerschaft in der Regel auch ordentlich funktioniert. Aber dieser Katalog ist aus heutiger Sicht wirklich nicht mehr das Instrument, was wirklich greift. Da sind Dinge drin, die heute gar nicht mehr auch Fragen an Azubis, die heute gar nicht mehr stattfinden und wo sie gar nicht darauf antworten können. Und deshalb haben wir in relativ großer Eintracht eigentlich gesagt, hier ist es besser, wirklich die Berufswahlkompetenzen abzugleichen und die in den Vordergrund stellen, um wirklich auch die Talente und Kompetenzen der jungen Menschen, die sie haben, einzubringen in die Berufswahl.
So, das nimmt, glaube ich, auch Druck von den jungen Menschen. Und es kann besser auch für uns in der Beurteilung sein, wer wirklich die entsprechenden Kompetenzen für den jeweiligen Beruf hat, den er oder sie sich wählt. Beim Kriterium Ausbildungsreife der BA ist es immer wieder dazu gekommen, dass ausbildungsfähige junge Menschen trotzdem in den Übergangsbereich geschickt wurden, wo sie teilweise geparkt wurden, teilweise über Jahre geparkt wurden, am Ende das 25. Lebensjahr hinter sich gebracht hatten und in keinerlei große Förderungen mehr kamen, was eine berufliche Ausbildung anbelangt. Also Berufswahlkompetenz ist sicherlich das bessere Instrument als das der Kriterienkatalog Ausbildungsreife. Herr Derks, dazu auch noch was? Ja, ein bisschen eine andere Nuance. Ich will mich jetzt gar nicht verkämpfen für den Begriff der Ausbildungsreife. Ich sage mal, es wird mit der Hochschulreife, da habe ich auch immer schon geschmunzelt, mit der Reifeprüfung. Das ist aber jetzt eine verbal eine Frage. Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Ich glaube auch nicht, sozusagen, dass das Konzept jetzt wirklich dafür verantwortlich ist, dass so viele junge Menschen im Übergangssystem gelandet sind, die vielleicht besser direkt in den Betrieb gegangen wären. Ich weiß, dass wir für das Konzept der Ausbildungsreife waren und trotzdem immer geklagt haben, dass so viele im Übergangssystem sind. Das eine ist, glaube ich, nicht die Folge des anderen. Aber richtig ist natürlich sozusagen vielleicht ein Konzept, was wir vor 20 Jahren diskutiert haben mit der Überschrift Ausbildungsreife, Klammer auf, vielleicht können wir genauso gut den Begriff Ausbildungsgarantie, der ist genauso alt, dann auch nochmal modernisieren. Nein, Spaß beiseite. Also da kann man sicherlich immer rangehen. Ich habe in der Tat gerne gesagt, Ausbildungsstartkompetenz, weil dieses Konzept der Berufswahlkompetenz kommt so eher aus dem Hochschulischen, ist so ein bisschen allein fokussiert, sag mal, auf die Frage, was der Einzelne kann und möchte, während sozusagen für uns wichtig ist, beide Perspektiven drin zu haben. Es ist wichtig, dass der junge Mensch lernt, seine Kompetenzen einzuschätzen im Rahmen der ganzen Phase der Berufsorientierung, darum ja auch Praktika und all diese Dinge. Es ist aber auch wichtig, dass man dort sozusagen Kompetenzen abbildet in einem solchen Konzept, die wiederum in den Betrieben wichtig sind, die im Arbeitsalltag wichtig sind. Und diese beiden Sachen übereinander zu legen, glaube ich, ist wichtig. Und wenn die Diskussion dazu führt, dass wir vielleicht genau mit diesem Ziel dann nochmal rangehen, glaube ich, dann kann da was Gutes draus werden. Das haben wir jetzt noch nicht geschafft in der Runde, aber sozusagen die Enquete ist ja auch nicht das Ende. Der Ende der Enquete ist ja auch nicht Ende der Diskussion, sondern Anfang der Umsetzung. Danke. Das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, genau, dass es jetzt ja erst so richtig losgeht, die ganzen Ideen auch umzusetzen. Wir hatten jetzt schon einige Begriffe eben auch hier nochmal in der Runde, zum Beispiel die Ausbildungsgarantie oder auch Ausgleichsfonds. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, Frau Fahimi. Das hatten ja auch eben einige Sachverständige gefordert, diese Ausbildungsfonds eben auch zu haben. Wie kann denn sowas finanziert werden oder durch wen kann das finanziert werden? Naja, Herr Derks hat es ja gerade eben schon angedeutet. Konsequenterweise muss eine Ausbildungsgarantie mit einer Ausbildungspflicht der Betriebe kombiniert werden. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, bei dem Finanzierungsthema. Ich muss sagen, ich wundere mich immer so ein bisschen, dass manchmal, wenn man halt solche Fragen, ich sag mal, der beständigeren Rahmen, der weiteren Finanzierung von Aus- und Weiterbildung und so weiter thematisiert, dass einem dann schnell vorgeworfen wird, man hätte so eine Defizitbetrachtung und man würde den Markt nicht sehen. In diesem Beispiel finde ich, das ist ein schönes Beispiel, sowohl bei der Ausbildungsreife als auch bei der Ausbildungsgarantie, dass eigentlich umgekehrt ist. Also die Ausbildungsreife geht von der Defizitorientierung der Jugendlichen aus, findet man an dieser Stelle aber ganz prima. Also hat Herr Derks jetzt nicht gesagt, aber andere. Und da muss man halt in der Tat schauen, deswegen gefällt mir das ganz gut, was Herr Derks sagt, dass man halt natürlich den Bedarf der Betriebe sieht, aber dass man eben auch eine Kompetenz bei den Jugendlichen sehen muss, die nicht nur darin besteht, dass sie verstehen, was es für Berufe gibt, sondern die halt tatsächlich auch im Vorfeld sie ermöglichen und ausprobieren lässt, was sie eigentlich für Talente haben. Das ist der eine Punkt. Und bei der Ausbildungsgarantie ist es so ähnlich. Ja? Also hier sagt man, der Markt ist halt so, ne? Also der heißt dann, dass halt nur noch unter 20% der Betriebe ausbilden. Die bilden dann aber die Fachkräfte für den gesamten Arbeitsmarkt aus. Also auch für die Betriebe, die nicht ausbilden. Das findet man irgendwie völlig okay. Ich finde es nicht okay und wir sehen das ja in vielen Branchen auch, im Handwerk, im Baugewerbe, aber auch in anderen Branchen. Wir haben es jetzt im Bundes-
Berufspflegegesetz gemacht, dass es halt einen Ausgleichsfonds innerhalb der Pflege gibt, was die Ausbildung angeht. Und ich glaube, in so einer Logik müssen wir denken. Aber, ich will es ja auch sehr deutlich sagen, ich denke das immer mit Tarifvorrang. Ich will immer lieber Lösungen in den Betrieben und in den Branchen. Ich halte nichts von staatszentralistischen Gesamtverordnungen. Aber eins geht auch nicht. Wir können nicht permanent dabei zusehen, wie bestimmte Prinzipien, ob es Tarifbindung, ob es halt eben tatsächlich eine aus den Betrieben heraus auch sichergestelltes Ausbildungsplatzangebot ist, dass wir diesen Dingen zusehen, wie sie langsam den Bach runtergehen. Eine schöne neue Arbeitswelt bedeutet auch, über einen neuen Ordnungsrahmen nachzudenken. Und dieser neue Ordnungsrahmen, der muss, glaube ich, bestimmte Prinzipien aufgreifen. Er soll nicht betonieren, aber er muss bestimmte Prinzipien und Erfahrungen, mit denen wir verdammt gut wirtschaftlich Erfolg hatten, das muss er weiter fortsetzen. Deswegen, ja, das stelle ich mir so vor. Ich würde gleich ganz gerne trotzdem auch noch mal was zu der Frage sagen, welche weiteren Rahmenbedingungen wir eigentlich brauchen für Weiterbildung und ehrlich gesagt auch für Berufe außerhalb des Berufsbildungsgesetzes. Mhm. Herr Klüß, Sie haben jetzt schon das Mikrofon in die Hand genommen. Wollen Sie direkt dazu noch was ergänzen zu der Frage? Ja, zwei Punkte, der Ordnungsrahmen. Ich versuche nur mal vorsichtig zu formulieren. Ja, zwei Punkte, der Ordnungsrahmen. Ich versuche nur mal vorsichtig zu formulieren. Ich halte den Ordnungsrahmen eigentlich schon nach wie vor für ganz gut geschneidert. Aber wir müssen schon beobachten, dass die berufliche Bildung sowohl von der Angebots- wie der Nachfrageseite her dazu führt, dass wir weniger als 500.000 Abschlüsse haben. Das hat ja auch Gründe. Ich habe eben versucht zu markieren, woher die strukturellen Verschiebungen kommen. Das andere, Frau Fahimi, Sie hatten vorhin gesagt, Ihnen mache Sorge, das mache mir vom Ergebnis, würde mir das auch Sorge machen, dass das, was ich eben umrissen habe, das Bleiben im System, die Nutzung des Systems, wie wir es haben, und die Verbesserung des Systems, wie wir es haben, würde dazu führen, dass die Spaltung zwischen denen, die haben, die Haves und die Have-Nots, stärker auseinandergeht. Dass diejenigen in dem Modell, sage ich mal, stärker davon profitieren, als die, die Ihnen und mir nebenbei auch gerade sehr am Herzen liegen. Nämlich die Frage, wie schaffen wir es denn, dass wir diejenigen, die 20% beispielsweise, die gar nicht den Fuß hineinkriegen, dass die den Fuß in die Tür zur beruflichen Bildung bekommen. Wie schaffen wir es, dass die Integrationsleistung der beruflichen Erstausbildung für die Menschen, die in vielen Jahren auch zu uns gekommen sind, noch verbessert werden kann. Da vermisse ich, dass wir in der Kommission auch keine Einigkeit zum Beispiel hergestellt haben über die Frage der Einstiegsqualifizierung, der Teilqualifizierung. Ich halte das nach wie vor mit Blick auf die gesamte Förderkulisse, die wir haben am Arbeitsmarkt, für relativ zentrale Integrationsbeförderer, die es schaffen, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und das ist wiederum eine Einzahlung auf die These, dass ich glaube, dass die Förderkulisse, die wir haben, eigentlich ganz gut aufgestellt ist und dass sie verbessert werden kann, wenn wir einzelne Instrumente, ich nenne nochmal Einstiegsqualifizierung, Teilqualifizierung, noch stärker in den Mittelpunkt von Integrationsleistungen am Arbeitsmarkt stellen würden. Da ist der Dissens. Nicht im Ziel haben wir einen Dissens. Wir haben keinen Dissens im Ziel, dass wir alles dafür tun müssen, die berufliche Bildung in der Provenienz, wie wir sie haben, zu stärken. Frau Hanag, was möchten Sie denn da aus Ihrer Sicht ergänzen, auch ja, gerade zu den Themen, die im Raum stehen, auch in Bezug auf die Finanzierung vor allem? Also erstmal, finde ich, muss man noch mal festhalten, dass wir in den letzten 10 Jahren die Zahl der ausbildungslosen Jugendlichen nicht senken konnten und das trotz wirklich günstiger Konjunktur vor Corona, zumindest bis 2019, trotz einem Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen, trotz einer günstigen Demografie, es waren weniger Jugendliche zu versorgen. Es ist uns nicht gelungen. Und das heißt nicht, dass wir ja nichts getan haben. Ich gebe Ihnen ja recht, Herr Dr. Klöß. Wir haben die assistierte Ausbildung eingeführt, neu eingeführt. Wir haben die ausbildungsbegleitenden Hilfen ausgebaut. Wir haben die Einstiegsqualifizierung ausgebaut mit all diesen Instrumenten und vielen länderspezifischen Initiativen, die allesamt gut waren. Haben wir es nicht geschafft, die Ausbildungslosigkeit der jungen Menschen auch nur um 0,5%
zu senken. Und deshalb gebe ich da auch der Jasmin Fahimi recht. Wir brauchen jetzt gesetzliche Flankierung. Wir haben nicht genug Betriebe, die betriebliche Ausbildung anbieten. Auch jetzt nicht, wo die Jugendlichen sozusagen weniger werden. Deshalb wäre es gut, so eine gesetzliche Ausbildungsplatzgarantie zu bekommen. Wir hatten die Österreicher und Österreicherinnen ja hier. Die haben uns ja erzählt, was denn bei ihnen im Land die Ausbildungsgarantie bewirkt hat. Und sie hat den Übergang von Schule und in die Ausbildung gravierend verbessert. Gravierend. Alle jungen Menschen bis 25 haben die Garantie. Sie bekommen eine Perspektive. Vorrang haben betriebliche Ausbildungsplätze. Und nur wenn die nicht gehen, dann gibt es auch eine überbetriebliche Ausbildung. Und das sind ja die Sorgen unserer Wirtschaft immer, die ich höre. Das würde sozusagen die Betriebe, die ausbilden, noch mehr abschrecken von Ausbildung. Es ist überhaupt nicht in Österreich dazu gekommen. Die Ausbildung im betrieblichen Bereich wie im überbetrieblichen Bereich haben sich stabilisiert. Da ist nicht ein, das heißt also, die Ausbildungsverantwortung der Arbeitgeber ist überhaupt nicht zurückgefahren durch die Ausbildungsplatzgarantie. Und wir brauchen, und das ist eine alte gesetzliche Forderung, kann man auch anders nennen, die Umlagefinanzierung. Und auch die gibt es in Österreich. Die heißt nur anders. Da heißt es Insolvententgeltsicherungsfonds. In denen zahlen die Unternehmer Beiträge ein. Und aus diesen Beiträgen wird die sogenannte Lehrlingsförderung dann auch finanziert. 235 Millionen stehen in diesem Jahr für die Lehrlingsförderung zur Verfügung. Und diesen Zukunftsfonds, die Ausbildungsumlage, brauchen wir dringend in Deutschland. Wir müssen uns jetzt nicht an der Thematik Ausbildungsgarantie festbeißen, aber ich muss jetzt natürlich trotzdem noch was dazu sagen. Also, in Österreich ist die Jugendarbeitslosigkeit bei 10%, in Deutschland bei 6%. Ich lasse es jetzt mal mit dem Vergleich, weil die Vergleiche hinken immer. Die betriebliche Ausbildung war auf einem niedrigen Niveau, wie auch immer. Wir haben auch in Deutschland 50% der ausbildungsfähigen Betriebe bilden aus, 80% sozusagen über sozusagen einen Zeitraum von 5 Jahren derjenigen, die ausbilden können und dürfen, weil sie die entsprechenden Voraussetzungen bieten. Denn wir alle wollen ja, dass Ausbildung dort stattfindet, wo sie auch stattfinden kann. Und in vielen Kleinstbetrieben geht es halt nun mal einfach nicht. Bilden aus. Der Rückgang hat auch einen einfachen Grund. Die Betriebe finden einfach keinen. Das ist sozusagen die klare Entwicklung der letzten Jahre. Wir haben nämlich sozusagen auch in der demografischen Entwicklung tatsächlich mehr ausgebildet, weil die Zahl sozusagen der Schüler, der Absolventen der Schulen ist sehr viel stärker zurückgegangen als die Zahl der Ausbildungsverträge. Und wenn Sie dann noch berücksichtigen, dass gleichzeitig die Zahl derjenigen, die eine schulische Ausbildung im Bereich Gesundheitskrankenpflege, Altenpflegeerzieher reingegangen sind, extrem zugenommen hat, also durchaus eine analoge Geschichte, weil viele von den Sachen nun tatsächlich auch duale Ausbildung sind, auch wenn sie schulische heißen, dann merkt man dann daran, dass das auf der Zahlenseite schon nicht stimmt. Wir hatten ja selbst im letzten Jahr im Übrigen 60.000 sozusagen unbesetzte Ausbildungsstellen bei der BA gemeldet. Die Folge sozusagen einer Umlage wäre, dass Betriebe, die händeringend Azubis suchen, keine finden, dann auch zusätzlich dafür bezahlen müssen, dass sie keinen finden. Also das können Sie einfach auch keinem mehr erklären an der Stelle. Wenn wir sagen, wir machen eine Ausbildungsumlage dann, wenn alle Ausbildungsplätze, die gemeldet sind, vorher besetzt worden sind, dann können wir ja mal anfangen nachzudenken. Aber die 60.000 müssen wir dann erstmal besetzen im letzten Jahr. Und solange sozusagen ganz viele Unternehmen händeringend suchen, ist das einfach sozusagen die falsche Antwort. Wir waren sozusagen 2008, 2009 in einer anderen Situation. Zum Beispiel, da konnte ich ja die Diskussion noch halbwegs verstehen, weil da sozusagen das Angebot sehr, sehr viel geringer war. Daher kommt übrigens auch die österreichische Lösung aus der Zeit. Aber sozusagen in einer Demografiesituation, wo die Unternehmen vielfach händeringend suchen, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das Matching-Thema hinbekommen. Das hat Frau Fahimi ja eingangs auch zu Recht angesprochen. Da geht es um die Frage, wie können wir die Mobilität verbessern? Da geht es um Azubi-Tickets, da geht es um die Frage, wie können wir auch Berufsschulangebote digital vielleicht so machen, dass man nicht unbedingt sozusagen da hinreisen muss, sondern das von zu Hause auch zeitweise machen kann, bis hin natürlich auch zu der Förderung von sozusagen von Wohnraum und so weiter. Das sind alles sehr wichtige Fragen. Ich glaube, damit sich zu beschäftigen, um die beiden Seiten zusammenzubringen, das macht allemal Sinn. Und dann sich um die zu kümmern, die sich schwer tun, über
ausbildungsbegleitende Hilfen, über Nachhilfe, das ganz viele Betriebe machen, über Betreuung, auch durch Senioren, die junge Menschen an die Hand nehmen. Das sind doch die Dinge, die tatsächlich ein Problem darstellen, wo wir gemeinsam dann arbeiten müssen, durch sozusagen eine wie auch immer nochmal per Gesetz definierte Ausbildungsgarantie kommen wir über das, was wir sinnvollerweise in Allianz machen, was faktisch genau dieser Versuch ist, jedem nämlich Angebote zu machen, auch noch sozusagen zum Jahresende einfach nicht hinaus. Denn wir machen genau das, wir bieten jedem die Chance auf einen Einstieg und der sie ergreifen will, der kann sie auch ergreifen und mehr können wir an der Stelle sozusagen sinnvollerweise nicht machen. Daran arbeiten, an den verschiedenen Stellschrauben, die wir da gemeinsam haben, noch mehr und besser zu werden, das macht allemal Sinn. Okay, ja. Also, weil Herr Derks ja gesagt hat, er will nicht über Ausbildungsgarantie reden, das er mir doch tut, muss ich noch mal da einsteigen, weil das einfach so nicht stimmt. Ich kann sehr gut nachvollziehen, es gibt Unternehmen, die wirklich händeringend versuchen, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen und niemanden finden. Das ist in der Tat eine Herausforderung, wo ich zum Beispiel das sehr unterstützen würde, auch in diesem Sinne eine Berufswahlkompetenz in den Gymnasien zu unterstützen, die oftmals fälschlicherweise sich für einen akademischen Weg entscheiden, weil sie glauben, es wäre automatisch der sicherere Weg, der qualifiziertere, der besser bezahlte. Und es stimmt in ganz vielen Fällen natürlich nicht, sondern es sind hochqualifizierende Ausbildungen, die da zum Teil unbesetzt bleiben in einigen Strukturbereichen, die wirklich verpasste Chancen sind. Völlig d'accord, bin ich ganz bei Ihnen. Wir sind inzwischen bei 25% der Agenturbezirke in Deutschland. Jeder vierte Agenturbezirk in Deutschland, der ein Ausbildungsplatzangebot von unter 90% hat. Das heißt, auf 10 Ausbildungssuchende kommen 9 oder weniger Ausbildungsplatzangebote. Plus, wir haben Situationen wie im Ruhrgebiet oder im Osten, wo wir bei 60-70% sind. Und die Ausbildungsplatzangebote, die es gibt, die sind jetzt mal unter uns gesagt auch nicht immer gerade die attraktivsten. Ja, also wenn ich für, jetzt haben wir eine Mindestausbildungsvergütung eingeführt, aber wenn ich für wenige 100 Euro halt irgendwie eine Ausbildung zum x-ten Mal im Friseurhandwerk, nichts gegen Friseure. Aber ich weiß nicht, wie viele Friseurinnen und Friseure in Mecklenburg-Vorpommern wirklich gebraucht werden. Ja, oder wie viele Lageristen oder ähnliches mehr. Ich will damit sagen, wir brauchen, und das hat ja auch schon das Bundesarbeitsgericht festgestellt, eigentlich ein Angebot von 112,5%, um dem nach § 12 Grundgesetz, Artikel 12 Grundgesetz, der Berufswahlfreiheit in Deutschland gerecht zu werden. Und dieses davon sind wir in mindestens 25% der Agenturbezirke weit, weit entfernt. Und das ist ein Teil von ungleichen Lebensverhältnissen, die wir dringend ausgleichen müssen. Das will ich hier nochmal in aller Klarheit sagen. Ja, ich hätte natürlich noch ganz viele Fragen an der Stelle an Sie und Sie haben bestimmt auch noch ganz viel, was Sie sagen möchten. Herr Klöß, wenn Sie es ganz kurz halten, dann können Sie noch kurz dazu ergänzen und dann gebe ich mal noch mal an Frau Lietzus. Ich würde einen Versuch machen, den Befund von Ihnen, Frau Fahimi, damit noch mal zu konfrontieren oder ihn zu ergänzen, um die Frage, warum das so ist oder ob es Gründe dahinter gibt, auf die wir uns hier noch verständigen können. Nämlich die Frage, in einer sich ändernden Wirtschaft, in der das duale Ausbildungsmodell ganz stark an Industrie und Handwerk hängt. Wenn sich die Wirtschaft aber verändert und Teile von Wirtschaft an Bedeutung gewinnen, die klassischerweise gar nicht ausgebildet haben, diesen strukturellen Verschiebungseffekt, wenn wir den mal stärker im Blick nehmen würden und daraus die Frage ableiten würden, wie schaffen wir es, dass duale Ausbildung auch in die Felder von Wirtschaft hineinkommen kann, die bisher sozusagen nicht ausgebildet haben. Die Frage von Business to Business, von Business to Consumer, die ganze Digitalökonomie läuft ohne duale Ausbildung. Wie kommen wir da mit der dualen Ausbildung hinein, um den Befund, den Sie, ich glaube, richtigerweise zitiert haben, und den Befund ein bisschen möglicherweise anzupacken? Das wäre vielleicht schon eine auch Aufgabe für die nächste Bundesregierung, sich dieses Problems anzunehmen. Sehr gut. Super, dann vielen Dank schon mal an Ihre Antworten, an Sie fünf. Und dann darf ich zum letzten Mal an Frau Lietzus übergeben nochmal, die ja wahrscheinlich wieder einige Fragen gesammelt hat. Ja, vielen Dank, Frau Lindner. Und das Thema können wir dann gleich noch mal weiter beantworten. Und zwar geht es wieder um die Ausbildungsgarantie. Das ist ein Reizwort, glaube ich. Dr. Ulrich Hofmeister von der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck sagt,
Eine Ausbildungsgarantie geht am Bedarf der Wirtschaft in hohem Maße vorbei. Das duale System funktioniert nur, weil es auf Berufe vorbereitet, die gebraucht werden. Außerdem fügt er an, Ausbildung ist bezahltes Lernen. Und er fragt Frau Hanack, wie soll eine Garantie Bedarf der Wirtschaft und Wunsch der Jugendlichen ausgleichen? Ja, genau die Ausbildungsgarantie tut das ja. Und natürlich kann man da, und das machen wir übrigens auch als Sozialpartner in der beruflichen Bildung, mal über Ausbildungsberufe im dualen System hinweg gucken, welche gebraucht werden, welche nicht. Und die, die nicht gebraucht werden, ich nenne mal diesen Beruf des Eisherstellers. Der Eisherstellerin haben wir, glaube ich, vor 3 Jahren oder so abgeschafft. So. Das machen wir schon. Da schauen wir schon sehr, sehr genau drauf. Und zwar auch mit den Fachpraktikern und Fachpraktikerinnen, auch mit den Arbeitgebern gemeinsam im BIP-Hauptausschuss, wo wir solche Themen, was brauchen wir auch zukünftig für Digitalisierung und wie setzen wir es um, wie entwickeln wir Berufsbilder weiter, wie entwickeln wir Ausbildungsordnungen weiter. Das machen wir alles im Konsens. Und da ist das Konsensprinzip auch festgeschrieben und das war auch in unserer Enquete-Kommission ja Konsens, dass dieses Konsensprinzip auch weiterhin gelten muss. Das ist wichtig. Es gab immer Zeiten, wo wir Überbedarf in Deutschland ausgebildet haben, in den letzten 10 Jahren allerdings nicht mehr. Überbedarf ausgebildet haben, um dann für schlechtere Zeiten auch Reserven zu haben. Und wir wissen, dass jede duale Ausbildung besser ist für junge Menschen, als gar keine Ausbildung zu haben. Und deshalb haben wir das auch immer präferiert, als DGB, als Gewerkschaften, auch über Bedarf auszubilden. Und da müssen wir wieder hinkommen. Die Zahlen waren falsch. Es bilden nicht 50% in dieser Republik, die ausbilden könnten, aus. 50% aller Betriebe in Deutschland könnten ausbilden und davon bilden 19% der Betriebe heute aus. Nur 19%. 81% der Betriebe bilden nicht aus und davon könnten noch 30% Ausbildung anbieten. Und sie tun es nicht. So, und da muss man über diesen fairen Lastenausgleich, Herr Dr. Derks, auch mal sprechen. Ich glaube nicht, dass dieser eher für mich ruinöse Wettbewerb bei Ihren Unternehmen so gern gesehen wird, weil die kleinen Betriebe, und es sind vorwiegend die kleinen, die ausbilden, die Überbedarf ausbilden müssen, weil ihnen die Auszubildenden von den Betrieben weggekauft werden, die nicht ausbilden. Und dafür brauchen wir den fairen Lastenausgleich, dass sich alle Unternehmen, die auch die Auszubildenden als Fachkräfte nutzen, dann auch an einer Umlage beteiligen. Vielen Dank, Frau Hanack. Und dann habe ich noch eine Frage, die ging ans ganze Panel. Nochmal von Tina Hofmann, Referentin von Arbeitsmarkt und Sozialpolitik vom Paritätischen Gesamtverband. Die Weiterbildungseinrichtungen haben während der Pandemie ihre Bildungsangebote stärker digitalisiert. Gleichzeitig ist ein ungedeckter Bedarf an Investitionen, Qualifizierung des Weiterbildungspersonals und Lernkonzepten deutlich geworden. Wie können die Weiterbildungseinrichtungen unterstützt werden, damit sie den notwendigen digitalen Wandel bewältigen? Herr Strengmann-Kuhn, möchten Sie dazu? Ja, es zeigt eine der großen Herausforderungen, die wir da haben und wo ein großer finanzieller Bedarf auch ist. Die brauchen mehr Unterstützung. Die Probleme sind ja nicht erst seit Corona da, sondern die gab es ja vorher auch schon. Aber es gibt ja dieses Bild mit dem berühmten Brennglas und das haben wir in der Corona-Krise gemerkt, wie wichtig da gute Ausstattung ist bei den Weiterbildungsträgern und bei denjenigen, die Weiterbildung machen. Dazu gehört übrigens auch bessere Arbeitsbedingungen. Da gibt es ganz viel prekäre Beschäftigung, prekäre selbstständige Beschäftigung auch. Also auch da müssen wir mehr machen, auch an staatlicher Unterstützung im Rahmen der Arbeitsförderung, wie wir insgesamt ja mehr machen müssen. Also das ist ja schon interessant, Herr Klöß. Wir sind ja bei der Beschreibung ja durchaus sehr ähnlich, bei den Zielen auch. Aber wo wir uns in der Enquete-Kommission immer unterschieden haben, es gab eine Gruppe, die gesagt hat, ja, es reicht doch, kleine Stellschrauben zu drehen und dann kriegen wir dieses Problem schon in den Griff. Und dann gab es eine andere Gruppe, die gesagt hat, nein, wir müssen größere Räder drehen. Wir müssen wirklich mehr machen. Das heißt jetzt nicht Revolution, das heißt jetzt nicht alles, was bisher war, schmeißen wir weg, sondern wir müssen
evolutionär verändern, aber grundlegender verändern. Da ist Recht auf Weiterbildung nicht nur ein Schlagwort, sondern da stecken ganz konkrete Konzepte dahinter, die sich durchaus unterscheiden. Also das SPD-Konzept und das Konzept der Linken und das Konzept der Grünen unterscheiden sich da im Detail durchaus. Aber der Ansatz ist, wir brauchen da mehr und das kostet natürlich dann auch Geld. Und dann ist die Frage, wo kommt das Geld her? Und da ist eine Antwort, Schlagwort ist auch schon genannt worden, Arbeitsversicherung, die Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung. Da ist mit dem Qualifizierungschancengesetz durchaus die richtigen Weichen gestellt worden, kann ich als Oppositionspolitiker auch sagen, wir haben das Gesetz auch unterstützt, aber das sind nur die Weichen gestellt worden, der Zug fährt noch nicht und wir müssen gucken, dass der Zug da endlich fährt und deswegen sagen wir, wir brauchen da dieses Recht auf Weiterbildung, verknüpft mit einer finanziellen Unterstützung. Und das kostet Geld und das ist aber in den Sozialversicherungen auch möglich zu mobilisieren, wenn sich Arbeitgeber daran beteiligen, Beschäftigte daran beteiligen und die Gesellschaft sich daran beteiligen, weil alle profitieren davon. Und wir werden, wenn wir die nächsten 10 Jahre angucken, zumindest sagen die Ökonomen, und ich bin ja auch Ökonom, dass weitgehend die Arbeitslosigkeit wird wahrscheinlich runtergehen. Das heißt, wir haben da mehr Luft bei der jetzigen Arbeitslosenversicherung, aber wir müssen mehr machen, um die Beschäftigten zu unterstützen, insbesondere im Bereich Weiterbildung. Da müssen wir auch als Gesellschaft bereit sein, mehr Geld auch in die Hand zu nehmen. Dankeschön. Ich würde das nur um einen Punkt ergänzen wollen. Ansonsten kann ich dem zustimmen. Die Weiterbildungsträger gibt es ja so nicht, sondern das muss man ja sehr differenziert betrachten. Es gibt eine ganze Fülle von privaten Anbietern. Da würde ich jetzt mal sagen, die muss man so behandeln wie ansonsten in der Wirtschaft auch. Also die müssen natürlich selber einen Digitalisierungsschub bekommen. Ich glaube, dass eine Chance aber darin besteht, dass wir auch stärker überlegen, inwiefern wir nicht auch in der Logik der dualen Ausbildung für alle Berufe sicherstellen, dass es zukünftig definierte, standardisierte, verabredete Fortbildungsbausteine gibt, gerne auch berufsübergreifend, wenn ich an digitale Kompetenzen, über die wir ja heute viel gesprochen haben, denke. Und dann sagen diese definierten Ausbaustufen, die können dann auch nach den Kammernprinzipien oder an Berufsschulen oder Ähnliches halt eben auch angeboten werden. Und dort, ob es die überbetrieblichen Lehrstätten sind, ob es die Berufsschulen geht, sind dort, können und müssen wir die digitale Infrastruktur und die E-Didaktik weiter ausbauen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, nach meiner Meinung müssen wir, was die Weiterbildungslandschaft angeht, wirklich noch mal sehr genau schauen. Elke Hanak hat es gerade angedeutet. Da spielt sich in Teilen, ich will jetzt das nicht über die gesamte Weiterbildungslandschaft behaupten, aber in Teilen spielt sich dort ein in der Tat ruinöser Wettbewerb ab, der wieder auf den Rücken und ich sag mal über die Lohndrückerei der Beschäftigten stattfindet. Und deswegen wäre ich der Auffassung, dass man zumindest, um hier auch eine Erleichterung, eine Verbesserung herzustellen, die sich aus meiner Sicht auch qualitativ auswirken würde, müsste man ein Bundestariftreue- und Vergabegesetz machen, das ganz klar sagt, da wo die öffentliche Hand Geld in die Hand nimmt, um Weiterbildung zu bezahlen, ob das jetzt seitens der BA ist oder anderer Art, dort machen wir das nur an Trägerschaften, die auch tarifgebunden sind und nur an die darf auch eine entsprechende Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgen. Das gilt auch für die Weiterbildung. Ich glaube, Herr Klöß. Ja, Herr Klöß, noch ganz kurz. Ein Satz. Herr Stegmann-Kuhn, ich bin nicht gegen mehr Investitionen in Weiterbildung, ganz im Gegenteil. Ich bin für mehr Investitionen. Mehr Investitionen heißt mehr Mittel. Die Frage ist nur, in welchem Rahmen machen wir das? Welche Art von Investitionen betrachten wir? Weiterbildung ist ein privates Gut. Die Erträge kommen Unternehmen und Beschäftigten zugute. Es ist ein privates Gut. Aber wir können mehr investieren. Wir müssen in digitale Transformation in der Tat mehr investieren. Ich habe mich dezidiert auch dazu geäußert, zu sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass wir mehr öffentliche Mittel über die Bundesagentur für Arbeit oder über andere Mittel in Weiterbildung dann hineingeben, wenn sie bedarfsorientiert erfolgt und wenn sie die Transformation beschleunigt und absichert. Deswegen glaube ich, im Ziel stimmen wir überein. Und es betrifft nachträglich auch die Weiterbildung. Denn wir müssen akzeptieren, dass die informelle Weiterbildung an Bedeutung gewinnt. Und die müssen wir stärken. Dankeschön. Ich habe noch eine dritte Frage. Ja, ich weiß, wir haben es mit der Zeit. Wir müssen da aufpassen, weil ich denke, sie ist schon auch sehr kompliziert. Eine Frage von Christian Hampel von der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit aus Nordrhein-Westfalen.
Neben den Lernorten Betrieb und Berufsschule gibt es auch noch weitere, zum Beispiel die Einrichtungen der beruflichen Integrationsförderung. Frau Belinski hatte sie angesprochen im anderen Panel, in denen benachteiligte und beeinträchtigte junge Menschen ausgebildet werden. Sie müssen bei Ausstattung, Finanzierung und Fortbildung des Ausbildungspersonals genauso in den Blick genommen werden und unterstützt werden. In der Enquete-Kommission scheint mir das zu wenig im Blick gewesen zu sein. Wer möchte antworten, Frau Fahimi? Das weiß ich nicht, ob es zu wenig im Blick war. Ich glaube, wir haben schon relativ viel auch über Inklusion gesprochen. Ich will aber die Frage gerne aufgreifen und das eindeutig nochmal unterstützen. Also auch die Berufsförderwerke leisten hier eine hervorragende Arbeit. Und also ich kann dem nur zustimmen, was sozusagen in der Frage implementiert ist. Will nur sagen, und genau das ist für mich auch der Beweis, dass nämlich die Jugendlichen, würden wir das nicht haben, würden wir die assistierte Ausbildung nicht haben, würden wir die Berufsförderwerke und andere Einrichtungen nicht haben, die würden komplett auf der Strecke bleiben. Und sie würden, ich muss jetzt hier an der Stelle wirklich nochmal dann doch auch ein bisschen, sagen wir mal, politisch, parteipolitisch auch werden, in meiner Sprache, in meinem Verständnis ist es so, dass sie im Moment ein Stück weit auch instrumentalisiert werden, um die Berufsbildung in ihrer grundständischen Ausbildung zu zerstückeln, zu modualisieren, Schmalspurausbildung anzubieten, Teilqualifikationen zu diskutieren, weil man denen eigentlich am Ende sagt, ich darf es mal umgangssprachlich sagen, ihr seid zu doof für eine vollqualifizierende Ausbildung. Und genau diese Jugendlichen, genau in diesen Förderstrukturen, genau mit diesen Instrumenten sind der Beweis dafür, dass es geht, wenn man sich Mühe gibt, wenn man im Zweifelsfall ein bisschen mehr Zeit investiert und dass sie dann am Ende auf einem Qualifikationsniveau mit einer Berufsperspektive sind, die ihnen 100% mehr bringen, als wenn ich sie mit irgendwelchen Teilqualifikationen abfrühstücken würde. Möchte noch jemand ergänzen? Herr Derks. Jetzt gar nicht bezogen auf den konkreten Punkt, nur um die Teilqualifikation noch mal insgesamt vielleicht in ein anderes Licht zu rücken. Ich kenne eigentlich keinen sozusagen, zumindest der Akteure, der sozusagen bei dem Thema Teilqualifikation daran denkt, sozusagen das als, sozusagen als Zerstückelung der dualen Ausbildung wirklich zu wollen. Deshalb sagen wir zum Beispiel ganz deutlich, ganz klar sozusagen auch im Rahmen der Allianz, Fahrt in Ausbildung. Es geht darum, junge Menschen in Ausbildung zu bringen, und zwar in eine vollständige Ausbildung. Ich sage jetzt einmal das böse Wort zweijährige oder dreijährige Ausbildung, aber immerhin in jedem Fall vollständige Ausbildung. Und alles andere sozusagen wäre auch komplett ein Fehlanreiz, ja, um das nochmal ganz klar zu sagen. Eine andere Frage ist, und dann sind wir bei dem Thema Weiterbildung, ja, Kategorie wird dann diskutiert. Wenn wir über Menschen mit geringer Qualifikation im Erwerbsleben oder aber mit einer beruflichen Qualifikation, die jetzt nicht mehr sozusagen adäquat ist, sprechen, dann wiederum könnte Qualifikation unseres Erachtens schon ein wichtiges Element sein. Immer mit dem Ziel natürlich, möglichst sogar auch die so zu kombinieren, dass am Ende eine Abschlussprüfung stehen kann. Aber wie gesagt, auch für sich genommen auf jeden Fall besser, als dass die Menschen keine Weiterbildung machen. Und von daher finde ich, auch da muss man schon sich dieses Instrumentarium sehr differenziert anschauen. Es gibt eben genug Instrumente, die sind an der einen Stelle richtig und an der anderen Stelle falsch. Aber deshalb darf man sie nicht sozusagen pauschal, glaube ich, kritisieren. Danke. Vielen Dank. Das waren meine Fragen von den Teilnehmern. Und auch da gilt auch mein Dank jetzt hin, dass Sie viele Fragen gestellt haben. Ich übergebe wieder. Vielen Dank, Frau Letz, das sei jetzt auch nochmal für die letzte Fragerunde. Und an dieser Stelle vielen Dank an Sie fünf. Ich hätte auf jeden Fall noch ganz viele Fragen gehabt, aber wie so oft bei solchen Formaten ist die Zeit immer viel zu schnell vorbei. Also vielen Dank an Sie fünf hier als Gästinnen auf dem dritten Panel. Dankeschön, dass Sie da waren. Ja, aber zumindest alle hier im Saal, alle, die hier sind, haben ja jetzt noch mal circa 30 Minuten die Chance hier für einen informellen Austausch. Also bleiben Sie gerne noch da bis 16 Uhr. Was bei mir heute auf jeden Fall hängen bleibt, ich weiß nicht, wie so Ihr persönliches Fazit aussieht, aber was, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden ist, wie wichtig wirklich dieses Thema der beruflichen Bildung ist für Deutschland, für die Zukunft von Deutschland und auch ja, für den ganzen Arbeitsmarkt.
Auf der anderen Seite ist aber, finde ich, auch rausgekommen, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und da hoffe ich einfach an dieser Stelle, und da stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, da hoffe ich einfach, dass ja vor allem auch der nächste Bundestag sich dieses Geschenk annimmt, diesen großen, dicken Bericht und all diese Punkte, die darin vorkommen, und das wirklich auch als Geschenk annimmt und diese Forderungen im besten alle dann auch umsetzt. Frau Letius wird den Bericht morgen auch mit in den Bundestag nehmen. Die Debatte aller Fraktionen zu dem Bericht findet morgen um 17 Uhr im Plenum des Deutschen Bundestags statt. Und sie hat mir auch vorab schon versprochen, dass sie sich auf jeden Fall auch weiterhin für dieses Thema einsetzen und stark machen wird. Und ich denke mal, Sie alle auch und alle anderen Mitglieder der Enquete-Kommission auch weiterhin. Falls Sie sich noch mal irgendwas angucken wollen, diese Debatte oder unser Plenum heute, die Diskussion, bleibt weiterhin online abrufbar, das Video des Streams eben auf der Internetseite der Enquete-Kommission. Nun zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, danke an ganz, ganz viele Personen. Danke natürlich an alle Enquete-Mitglieder, die heute hier auf dem Podium saßen und einen Einblick in ihre Arbeit gegeben haben. Aber auch danke an alle Enquete-Mitglieder natürlich, die noch im Publikum mit dabei waren. Danke an alle zugeschalteten Videoteilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir hatten Sie die ganze Zeit über hier im Blick auf dem Monitor vor uns. Also vielen Dank, dass auch Sie virtuell dabei waren. Vielen, vielen Dank auch an Frau Letius für die einführenden Worte und natürlich auch so für diese Stimme des Publikums heute. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank da für Ihre Unterstützung auch. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Sie alle, an das Publikum heute, ja, fürs Dabeisein und damit auch zeigen, wie wichtig dieses Thema der beruflichen Bildung auch ist in Deutschland. Dankeschön. Schön, dass Sie alle da waren. Und danke an dieser Stelle auf jeden Fall auch im Namen der ganzen Enquete-Kommission, allen Mitarbeitenden. Danke an die Technik hier für den reibungslosen Ablauf, dass das alles so super geklappt hat, jedenfalls aus meiner Sicht. Vielen Dank. Und ein allerletztes Dankeschön, das ist aber dann auch wirklich das Letzte, aber auch noch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr groß. Ein Riesendankeschön an das ganze Sekretariat für die Organisation und einfach alles im Hintergrund heute, dass es so super geklappt hat. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen bei den vielen Dankeschöns. Auf jeden Fall jetzt ja bei aller Freude dann auch noch über den Austausch und dass wir heute hier sein können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Für mich war es jetzt wieder die erste Veranstaltung, die in Präsenz stattgefunden hat. Achten Sie bitte trotzdem hier auch nochmal auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln jetzt für den informellen Austausch. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass Sie alle da waren. Schön war's und bis zum nächsten Mal. Tschüss.